Der Ehen hinter sich. Ne? Und der Wolle hat schon 20 Jahre Ehe hinter sich. Und wir mit unserer kollektiven Weisheit des Volkes sozusagen, wir könnten Sie da auch gewissermaßen ein bisschen... Also ich weiß ja nicht, wie es bei Ihnen steht, meine Herren, aber ich persönlich hätte jetzt zu arbeiten. Und falls ein Anruf kommen sollte, ich bin in meinem Zimmer. Sehr wohl, Herr Mäßig. Wo die bei Familie Mäßig muss es zu Hause ganz schön im Karton gerumpelt haben. Er wird auch von Tag zu Tag nervöser. Aber was hat denn das mit seiner Schwiegermutter zu tun, Wolle? Ja, vielleicht ist die werte Gattin wieder mal zur Mama gezogen. Ach, jetzt begreife ich seine Nervosität. Er hat Angst, die kommt bald wieder. Die Sonne geht auf. Guten Tag, meine gute Frau Kaiser. Ich hätte gern 5 Briefmarken zu einer Marke. Ja, das machen wir doch sofort. Dafür sind wir doch da. Deswegen tun wir doch Vorarbeit. Sieht das hier keimig aus. Das ist ja noch schlimmer als gestern. Ja, eigentlich müssten wir Schmutzzulage kriegen, Frau Kaiser. Wieso Sie? Wir Kunden müssten Schmutzrabatt kriegen. Also, Herr Stankobeit, ich bin sittlich entrüstet. Sie hören Sie das, Frau Kaiser. Worüber denn? Na, über den ganzen Westfilz, der sich hier breit macht. Rudi, wenn du mal die Pakete hinterschaffen könntest. Oh, ja, immer ich. Wo macht sich denn der Westfilz breit, Frau Kaiser? Na, hier im Postamt. Ich war gerade beim Bäcker und da habe ich die Frau Niedergang getroffen. Das ist die fette Wachtel mit dem dicken Mops, die nichts zu tun hat, nur auf der Straße steht und tratscht und die Leute schlecht macht. Ach, ich kann die nicht ausstehen. Und die hat eine Nichte. Na, die kann ich erst leiden. Also die wollte hier eine kleine Konditorei aufmachen. Abgeschmettert, sagt die Niedergang, weil alles Schiebung ist. Herr Kaiser, wer schiebt hier? Na, der Mäßig, weil er hier seinen ganzen Westfilz reinlanziert, sagt die Niedergang. Gott, haben wir uns herrlich aufgeregt. Das ist ja hochbrisant, Frau Kaiser. Wissen Sie zufällig, wen der Mäßig da ein bisschen hier so... Eben nicht. Ach. Stellen Sie sich doch mal das Malheur vor. Wir sind gerade so beim schönsten Aufregen. Da kommt die Mäßig in den Bäckerladen und die Niedergang muss das Thema wechseln. Also, Herr Stankowald, muss die dumme Pute zum ungünstigsten Zeitpunkt auftauchen? Das ist doch taktlos, Herr Stankowald. Man kommt doch nicht in einen Raum, wo man gerade schlecht gemacht wird. Also sowas hat zu meiner Zeit nicht gegeben. Aber wie erfahren wir denn nun was Genaues, Frau Kaiser? Na, Sie sitzen doch an der Quelle. Ich denke, ich erfahre was von Ihnen. Uns erzählt doch keiner was, Frau Kaiser. Und da kaufe ich noch 5 Briefmarken, die ich gar nicht kaufe. Also, Sie sind mir ein trauriges Postamt, meine Herren. Wolle. Von wegen Westfilz. Die werden sich alle noch wundern, was aus dem Laden da mal wird. Ach, was wird denn aus dem Laden? Rudi. Nein, ich habe versprochen zu schweigen. Rudi, komm doch, du kannst doch gar nicht schweigen. Ich kann nicht schweigen? Ach, oh, ich kann schweigen wie ein Grab. Das hältst du doch gar nicht aus. Das halte ich aus. Das hältst du nicht aus. Das halte ich aus. Das hältst du nicht aus. Das halte ich aus. Das. Ach, du hast gewonnen, Wolle. Also aus dem Laden wird Rudi Reschkes Wollboutique. Eine Wollboutique? Sag mal, soll das heißen, du willst in deinem Alter noch strecken lernen? Ach Quatsch, ich doch nicht, Wolle. Ich sag dir, das wird die Goldgrube, du. Sag mal, wer hat dir denn den Flow ins Ohr gesetzt? Na Mäßig, wenn ich den Aufhebungsvertrag unterschreibe, hat er gesagt, will er sich dafür einsetzen, dass ich in diesem Laden hier eine ganz neue Existenz gründen kann. Neue Existenz in deinem Alter? Eben drum, Wolle. Viel Zeit bleibt mir ja nicht mehr. Da will ich auch mal ein bisschen Geld machen. Das ist die Idee, Wolle. Denk an die vielen arbeitslosen Frauen. Was sollen denn die machen? Topplappen häkeln und stricken. Und deswegen mache ich hier einen auf Wolle. Man muss heute flexibel sein, verstehst du? Was ich noch fragen wollte. Nein, Ihre Frau hat nicht angerufen, Herr Mäßig. Ihre Frau Schwiegermutter auch nicht, Herr Mäßig. Ich wollte nur fragen, ob Sie etwas Watte für die Ohren möchten. Sozusagen als flankierende Schallschutzmaßnahme. Wer bezahlt denn das, Herr Mäßig? Ich werde mich bei der Postdirektion dafür einsetzen, dass sie die Kosten übernimmt. Hoffentlich übernimmt sich die Post AG nicht damit. Na und? Dann werden eben wieder mal die Gebühren erhöht. Hören Sie noch was?
Ich höre nichts mehr. Himmlisch, wie so ein bisschen Watte dämpft. Hä? Sag mal, hast du was gesagt, Rudi? Hallo, da bin ich wieder. Okay. Was spielen Sie denn da? Ha! Wie sehen Sie denn aus? Wir haben den Krach nicht mehr ertragen. Was denn für ein Krach und warum brüllen Sie mich so an? Hören Sie das Hämmern nicht? Nein. Dann sollten Sie mal zum Ohrenarzt gehen. Herr Reschke, hören Sie hier irgendein Hämmern? Es hat aufgehört. Herr Milchsieg, es hat aufgehört! Schreien Sie mich doch nicht so an, ich bin doch nicht schwerhörig. Herr Stankoweit, es hat aufgehört, Sie können weiterarbeiten. Weiterarbeiten. Seit Tagen ist das hier ein Saustall. Erst klotzen sechs ran, dann werkeln vier rum. Jetzt wursteln nur zwei. Nicht geht voran wie im tiefsten Sozialismus. Herr Stankoweit, dann müssen Sie sich ja hier wie zu Hause fühlen. Wie man aber munkeln hört, soll das ein Westinvestor sein? Der aber leider eine Ostfirma mit dem Bau beauftragt hat. Was soll denn das überhaupt mal werden, falls es was werden sollte? Sag mal, Rudi, hab Mut, haus einfach raus, los. Ja. Rudi Reschkes Wollboutique. Wer hat Ihnen denn diesen Quatsch erzählt? Na, Sie, Herr Mäßig, Sie wollten Sie dafür einsetzen, dass ich diesen Laden da mieten kann. Ja, also, lieber Herr Reschke, seien Sie mal bloß froh, dass ich das nicht getan habe. Diese Immobilie ist doch das Filetstück von Niederbörnecke. Sie liegt an der einzigen gepflasterten Kreuzung, die der Ort überhaupt hat. Es gibt Telefon und gegenüber ist eine Dönerbude. Herr Reschke, für Ostverhältnisse beste Infrastruktur, das können Sie überhaupt nicht bezahlen. Aber ich krieg doch eine Abfindung. 50.000 Mark. Rudi, die reicht nimmer fürs Schmiergeld, damit du in der engere Wahl kommst. Also Herr Reschke, das überlassen Sie mal lieber denen, die etwas finanzkräftiger sind. Also einem Altbundesbürger. Der Aufschwung Ost ist Westsache, Frau Hübsch, da haben wir uns nicht einzumischen. Wir wollen doch nur Ihr Bestes, Herr Stankoweit. Davon bin ich überzeugt, Herr Mäßig. Herr Mäßig, darf ich mir zu bemerken geruhen? Ich fühle mich angeschissen. Herr Reschke, demnächst wird dort ein sehr seriöser Investor ein Bräunungscenter eröffnen. Ja, davon werden doch auch Sie profitieren. Was hat denn ein Bräunungscenter in der Post zu suchen? Ja, sehen Sie, Frau Hubsch, da der Vermieter uns laufend den Mietzins erhöht, sind wir gezwungen, unterzuvermieten. Ja, so sind eben die westdeutschen Miethaie, Herr Mäßig. Nur, dass es sich in diesem Fall leider um einen ostdeutschen Miethai handelt, Herr Stankoweit. Ja, na ja, wir sind dem lernfähig, Herr Mäßig. Ich wusste, dass Sie das letzte Wort haben würden. Also, Frau Hubsch, wie Sie wissen, hatten wir zuletzt an ein Reisebüro vermietet. Das hat pleite gemacht. Und nun soll dort demnächst ein Bräunungscenter pleite gehen. Wieso soll denn das pleite gehen? Mensch, Herr Mäßig, wir sind doch eigentlich wie ein Dorf hier. Gucken Sie mal, wer bei uns Farbe braucht, der nimmt einen Spaten, geht den Garten umgraben und hält die Kusche in die Sonne. Herr Stankoweit, welcher Investor wird denn so dämlich sein und sein Geld in ein Pleiteunternehmen stecken? Nur der die Steuertricks kennt und weiß, wie man aus einer Pleite saniert wieder rauskommt. Was wollen Sie denn damit sagen? Dass mit dem Bräunungscenter irgendwas nicht stimmt, Herr Mäßig. Und wer ist denn überhaupt dieser ominöse Investor? Ja, also das werden Sie ja schon noch bei Zeiten erfahren. Und falls ein Anruf für mich kommen sollte... Von Ihrer Frau... Von Ihrer Frau Schwiegermutter. Sie sind in Ihrem Zimmer. Ja. Leute, es ist was faul im Städtle Niederbörnecke. Und du meinst, der Mäßig, der steckt dahinter? Ach, dazu ist er doch viel zu blöde. Ich meine, viel zu ehrlich. Aber warum sagt er denn, wer der Geheiminvestor ist? Na, vielleicht will der Dagobert da sein Restgeld anlegen. Aber Frau Hübsch, der sitzt doch. Noch irgendein Helfer bei der Polizei wird er doch haben. Also ich tippe auf die Zigarettenmafia. Ach, nee. Die wollen hier nur bei uns ihr schmutziges Geld waschen. Das Postamt Niederbörnecke, ein Zentrum des organisierten Verbrechens. Dass ich das miterleben darf. Und Mäßig kassiert dabei voll mit ab. Meinst du wirklich? Na klar, wo hat denn der auf einmal so viel Geld her? Wieso hat denn der Mäßig Geld? Na, hat er uns nicht neulich erst eine Lage Döner spendiert? Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Und das bei seinem Geiz, ne?
Der Herr Mäßig, so jung, so schön und schon so versaut. Also, mir kommt gleich die Galle hoch. Warum kommt unser einer nicht mal an so einen Deal ran? Na gut, ich will Sie damit sagen, dass du da mitmachen würdest. Wenn ich wüsste, ich werde nicht erwischt, na klar. Also, Rudi, manchmal habe ich den Eindruck, der Frust ist nur Neid, dass wir noch nicht so versaut sind wie du. Wir müssen uns eben halt nur Mühe geben wollen. Wie sieht das hier denn aus? Wie Aufschwung aus der Glasbier. Hier, sagen Sie mal, sitzt er denn schon? Wer sitzt? Wer schon der Mäßig? Warum soll denn Mäßig sitzen? Ja. Man munkelt so einiges. Das ist ein Skandal, Roti, du. Das ganze Dorf spricht drüber, aber wir zwei wissen wieder nicht Bescheid. Was munkelt man denn, Herr Klatschbier? Es soll ein Grundstücksdeal stattgefunden haben. Jedenfalls hat Frau Mäßig auf der Sparkasse ein Konto eröffnet und eine größere Summe eingezahlt. Roti, habe ich das nicht gesagt? Woher wissen Sie denn das? Ich war beim Friseur. Da war auch der Herr Warnecke. Und der hat eine geschiedene Schwägerin mütterlicherseits und deren Großonkel hat eine Tante bei der Sparkasse. Na, vielleicht hat sie geerbt. Die Tante? Die Mäßig. Das sieht die Mäßig so aus, dass der jemand was vererbte. Jedenfalls ist dieses Postamt hier ein Sumpf von Korruption. Was ist ein Sumpf von Korruption, Herr Klatsch? Brauchen Sie noch das? Das sieht man doch hier, jetzt hier überall, hier in Kolumbien, in Spanien, Italien. Ja, wie schön, dass wenigstens mein Postamt ein Bollwerk der Redlichkeit ist. Wo ist eigentlich die Gebührenordnung, Herr Stankowald? Liegt auf Ihrem Schreibtisch, Herr Mäßig. Dort habe ich Sie nicht gesehen. Versuchen Sie es noch mal mitgucken. Ein Ton ist das hier. Ach, sagen Sie, habe ich vorhin geirrt oder hat das Telefon geläutet? Sie haben geirrt, Herr Mäßig. Ach ja, aber falls es läuten sollte... Rufen wir Sie sofort, Herr Mäßig. Herr Mäßig, ja. Übrigens, Ihrer Frau geht's ausgezeichnet. Hier, der Herr Klatschbier hat sie vorhin getroffen. Sie haben meine Frau getroffen? Nicht ich. Nicht ich, aber er hat sie auf der Bank getroffen. Auf der Bank? Ja. Nicht Bank, Sparkasse. Ja, sie haben auf der Sparkasse und man redet darüber, sie hätte sehr viel Geld abgehoben. Ja. Ach, abgehoben? Nicht abgehoben, eingezahlt. Dann eben eingezahlt hat sie es, man sagt so, ne? Eingezahlt? Das kann doch gar nicht sein, also... Langsam verstehe ich überhaupt nichts mehr. Sie wollte doch einen Kredit beantragen. Menschenskinder, Herr Klatschbier, Sie erzählen aber manchmal ohne Mist. Ja, sie bringen doch alles durcheinander. Man sollte dieses Postamt in Zukunft meiden. Rudi, ich kann dir sagen, an diesem Durcheinander ist nur der Bau dran schuld. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich rufe den Bauminister an, der soll mal hier richtig aufräumen. Ja. So, ist dort Herr Töpfer? Hallo? Na, haben Sie sich gut eingelebt als Bauminister? Ja, ja, ist auch kein Unterschied zwischen Ihrem Job und als Umweltminister. Ne? Ja, damals haben Sie die Umwelt vor uns geschützt, heute schützen wir die Umwelt vor Ihnen. Ah ja, übrigens, also Ihre neue hier, die Nachfolgerin hier, na, wie heißt sie gleich? Merkel. Ja, die Frau Merkel, ja. Ja, nicht wahr, die erinnert mich irgendwie immer, wenn ich die sehe, an die Umwelt. Sie ist auch überfordert. Ja. Naja, das heißt das heute, ne? Manche haben es damit sogar schon zum Kanzler gebracht. Ja. Ach so, ja, ne? Mit dem kann man reden. Ja. Ja, sagen Sie, wie geht's denn so? Was macht denn der Bau? Ach, der Bau, der boomt. Die Bauwirtschaft ist die Konjunkturlokomotive. Hm? Haben Sie jetzt Lokomotive gesagt? Ja, ist ja okay. Wunder, dass man da die Mietpreise nicht mehr einkriegt. Darf ich mal hier eine ganz indiskrete, Rudi, guck mal weg, eine indiskrete Frage stellen hier? Ja, sagen Sie mal, was zahlen Sie denn Miete in Bonn? Ach, gar nicht. Ach, und Sie kriegen sogar noch ganz schön was raus? Sagen Sie mal, wie machen Sie denn das? Ach, stimmt, ja, Sie haben ja gar keine Wohnung mehr. Ja, Sie ziehen ja täglich mit der Regierung schon jahrelang nach Berlin. Ja, das ist doch recht. Mit dem kannst du reden, sag ich, der Döppel hier. Oh, jetzt hab ich doch vergessen, mich bei dem wegen dem Bau zu beschweren. Oh, Mensch, wie man mein Zeug, was ist denn jetzt los hier? Oh! Ha ha ha!
aus wie ein Loch. Ja, das ist ein Loch. Ich hab einen Schlag, wa? Ja, wirklich. Einsame Spitze, Mann. Hättest du mal nicht zugetraut, wa? Das Loch hat nur einen Fehler. Was denn für ein Fehler? Es ist in der falschen Wand. In der falschen? Natürlich, du Flitzpiepe, da drüben soll der Durchbruch hin. Oh Mann, was machen wir jetzt? Ein Loch ist Loch, da kannst du gar nichts machen. Also jetzt reicht's aber. Jetzt reicht's aber. Sie sind keine Mauer, Sie sind Vandal. Jetzt mauern Sie sofort das Loch wieder zu. Sofort zu mauern! Ja, das geht schlecht. Weil wir nämlich beschlossen haben, die Arbeit niederzulegen. Oder war einer da und hat Geld für uns hinterlegt? Was denn, für den Fisch wollen Sie auch noch Geld haben? Hä? Ja, oder hat vielleicht einer angerufen und gesagt, dass das Geld für uns unterwegs ist? Oder gesagt, wann er kommt? Nee, von allem nicht. Nee, von allem nicht, nicht. Ja, dann tut's uns leid. Packen wir? Wir packen es. Nee, das ist Au! Sag mal, was ist denn jetzt hier los? Also meine Herren Kollegen, so geht's nicht. Die Zeiten sind vorbei, aber jetzt mal runter hier. Moment, ja. Das hier ist eine Arbeitsniederlegung. Und da unten ist es uns zu schmutzig. Also Sie können den Dreck, den Sie selber gemacht haben, gerne wieder wegräumen. Würden wir ja mit Wonne, aber als Streikende sind uns leider die Hände gebunden. Meine Herren, machen Sie doch keinen Mist. Wenn das unser Chef sieht, dann ruft er Ihren Chef an und dann sind Sie beide gefeuert. Dann kriegen wir wenigstens Arbeitslosengeld. Jetzt kriegen wir ja nichts. Was denn? Sie arbeiten umsonst? Oswald D. Zierke hat kein Geld, sagt er. Über diese Durststrecke müssen wir hinweg, sagt er. Und wenn wir nicht wollen, nimmt er ein paar illegale Polen. Die zahlen noch drauf, wenn sie bei ihm arbeiten dürfen, sagt er. Also Klappe halten und weiter. Das haben wir doch in der DDR 40 Jahre lang geübt, sagt er. So gehen die eigenen Leute mit den eigenen Leuten um. Rudi, ich sag dir, das ist Skandal. Manche Menschen lernen eben schnell, Rudi. Rudi, dem Ziege, dem wirst du aber mal zeigen, was ein echter Sachse ist. Dem wirst du die Menschen zur Brust nehmen, dem zeig ich, wo der Hammer hängt. Und dann sagst du den aber ganz schön. 1,9. Dem sag ich dem 9, das 1,95. Dem sag ich 0,0. Dem sag ich's, aber das, dem kann ich nicht sagen, es besetzt. Was wird denn jetzt mit unserem Geld, Herr Stankowitz? Ja, was geht denn mich das eigentlich hier alles an, sag immer? Da soll sich doch der Mäßig drum kümmern. Übel. Herr Mäßig! Herr Mäßig! Ein Anruf für mich? Wer hat das Loch in meine Post gemacht? Herr Mäßig, beruhigen Sie sich, das ist nur ein Testloch. Die Kollegen Mauer haben wir ein bisschen geübt. Das richtige Loch kommt in der andere Wand. Kein Wunder, dass die DDR sich so lange halten konnte, wenn sie die Löcher immer in die falsche Mauer geschlagen haben. Entschuldigen Sie, Herr Mäßig, könnten Sie freundlicherweise die beiden Herren von meinem Schalter entfernen? Ja, die hindern uns wie ein bisschen am Arbeiten hier. Ja, eigentlich sind ja gar keine Kunden da, Wolle. Rudi, aber wenn mal welche kommen... Also, meine Herren, wenn Sie sich ausruhen wollen, ja, dann wäre doch gegenüber eine kleine, gemütliche Kneipe. Dort gibt es ein kleines, kühles Bierchen. Sie wissen doch, ein Stein, ein Kalk, ein Bier. Unser Geld würde nicht mal für eine Limonade reichen. Und das wissen Sie auch, Herr Mäßig. Wir haben nämlich seit 6 Wochen keinen Lohn mehr gekriegt. Auch das wissen Sie, Herr Mäßig. Aber meine Herren, das ist doch kein Problem. Wenn ich Ihnen vielleicht mit einer Kleinigkeit aushelfen dürfte. 10er für jeden. Oh, nee. Nee, danke. Da heißt es immer, Chefs denken nicht sozial. Im Gegenteil, Rudi. Wenn ein Chef sozial denkt, da wäre ich misstrauisch. Da hat er was zu verbergen. Ach, was hätte ich denn zu verbergen, Herr Stankowitz? Was Sie zu verbergen hätte, das wäre schon mal rauskriegen, Herr Mäßig. Also langsam reicht's mir. Denke ich marktwirtschaftlich, dann heißt es typisch Chef. Denke ich sozial, dann heißt es, mit dem stimmt doch was nicht. Also im Osten kann man als Westler tun und lassen, was man will. Es ist immer verkehrt. Genauso ist es, Herr Mäßig. Ich fordere Artenschutz für die westdeutschen Minderheiten im Osten. Kapturam! Ja. Was ist denn hier los? Das ist ja eine Arbeitsmoral wie im Osten. Ja, eine Zahlungsmoral wie im Westen. Oder haben Sie zufällig den Ausständenlohn mit Herr Zielke Oswald D.? Also, lieber Herr Stankowitz, jetzt passen Sie mal auf. Wenn mir der Bauherr nicht zahlt, dann kann ich nicht löhnen. So einfach ist das. Da machen Sie dem mal richtig Dampf. Na ja, würde ich doch mit dem größten Vergnügen, wenn Sie mir erzählen, wo ich meinen Bauherrn finde. Sagen Sie mal, soll das heißen, dass der sich wie ein bisschen verflüchtigt hat? Also ist es, sagen wir so, wie der Schneider? Na ja, so direkt nach dem Krediteingang dann Abflug. Hm? Ach, das ist doch ein Miststück. Ja. Also bitte, Herr Stankowitz. Nee, aber kein Miststück, eine Miststückin. Sagen Sie, bis das Miststück ist eine Frage. Ja. Also wenn Männer bestechen und krumme Sachen machen, dann ist das schon schlimm. Aber wenn jetzt auch noch Frauen damit anfangen, dann ist das... Dann ist das Gleichberechtigung, Wolle. Also, Mensch, Rudi, du hältst dich jetzt mal hier raus. Die Verbrecherin gehört hinter Gitter, Herr Zielke. Also bitte nicht in diesem Ton. Ja, und alle anderen, die damit auch noch im Zusammenhang stehen. Aber Herr Stankowitz, Sie wissen doch gar nicht, ob... Vielleicht ist dieser Dame was passiert. Welche Dame? Na ja, unsere Investorin.
Vielleicht liegt sie im Krankenhaus. Wir wissen gar nicht, in welchem Zustand. Im Steuerparadies wird sie rumliegen und meine Steuergroschen verjuchzen. Haben Sie eine Anzeige gegen die Dame erstattet, Herr Zeter? Nee, Herr Stankoweit, denn der Herr Mäßig hat mich gebeten, noch ein bisschen Aufschub zu gewähren. Oh, das muss mich doch aber sehr wundern, Herr Mäßig. Also, wieso decken Sie eine Betrügerin? Naja, es handelt sich ja schließlich um seine Schwiegermutter. Herr Ziegel! Was? Rüdi, das haut den stärksten Sachsen irgendwie. Also, wenn Ihre verehrte Frau Schwiegermutter irgendwann mal wieder auftauchen sollte, mit Geld, ne, dann kann es hier natürlich auf der Stelle weitergehen. Und ihr beide kommt mit. Moment, Chef, wir packen nur noch unser Werkzeug zusammen. Naja, Loch ist Loch. Hey Rudi, die Schwiegermutter-Affäre von Niederbörnecke. Früher nannte man ja sowas Seilschaft, stimmt's, Wolle? Ja, heute sagt man Connection dazu, das klingt moderner, nicht wahr, Herr Mäßig? Meine Herren, das Ganze muss doch ein fundamentales Missverständnis sein. Meine Schwiegermutter ist eine völlig integre Person, die halt von dem Gedanken beseelt war, hier im Osten ein paar Arbeitsplätze zu schaffen. Das hat sie ja auch bloß bezahlt, hat sie nicht, Herr Mäßig. Was hat sie denn noch so mitgehen lassen? Sie, Herr Stankoweit, noch eine solch infame Bemerkung und Sie machen Bekanntschaft mit dem Staatsanwalt. Unverschämtheit. Also Rudi, dass der Mäßig krumme Sachen macht, das finde ich eine Schweinerei. Dass der Mäßig bei dieser krummen Sache uns nicht beteiligt, finde ich eine größere Schweinerei. Ach Rudi, guck noch mal, wer da guckt und wie sie guckt. Ja, guck noch. Was ist denn hier passiert? Hattet ihr Besuch von der RAF? Frau Schwiegermutter von unserem Chef, gnädige Frau, darf ich Sie vielleicht anmelden? Danke, Herr Röhm. Ich finde den Weg allein. Hallo, Maxchen, da bin ich wieder. Soll ich die Polizei rufen? Rudi, abwarten und Tee trinken. Und horchen. Na, wie sehe ich aus? Um Gottes Willen, Schwiegermama, wo hast denn du die ganze Zeit gesteckt? Na, das sieht man doch auf einer Schlankheitsfarm. Wahnsinnig explosiv. Wir haben 6 Wochen nur von gequollenen Gerstenkörnern gelebt. Ich habe 432 Gramm abgenommen. Für nur 7.800 Mark. Übermorgen muss ich zur Nachkur. Von der Körnerfresserei hat man natürlich akute Mangelerscheinungen. Damit die Zähne nicht ausfallen, hat man uns empfohlen, gleich eine Eisbeinkur nachzuschieben. Wahnsinnig exklusiv und preiswert. Nur 4.200 Mark. Mir fehlen die Worte. Konntest du uns denn nicht wenigstens benachrichtigen, wenn du verreist? Hab ich doch. Ich habe euch eine Ansichtskarte aus Quanto Mirano geschickt. Sogar eingesteckt. Na bitte, da ist sie ja. Wo liegt denn Quanto Mirano? Das ist eine Insel, lieber Max, und Inseln liegen bekanntlich im Meer. In welchem Meer? Woher soll ich das wissen? Entschuldige mal, du wirst doch wohl wissen, wo du hingeflogen bist. Warum? Es reicht doch, wenn der Pilot weiß, wohin zu fliegen. Was ich als Urlauber wissen muss, ist es dort warm, gibt es dort Palmen und Meer und ist es dort exklusiv, weil ich sonst nämlich gar nicht erst hindüse. Und ob das auf der Landkarte ein bisschen mehr links oder ein bisschen mehr rechts liegt, mein Gott. Mein Gott, hier jagt eine Katastrophe die nächste und meine Frau Schwiegermutter fährt seelenvergnügt auf eine Schlankheitsfarm. Ja, dann ist es doch gut, dass ich nicht hier war. Katastrophen machen Falten und ich müsste auch noch auf eine Schönheitsfarm. Sag mal, begreifst du denn nicht, diese Katastrophen wurden durch dich verursacht? Wenn ich gar nicht da bin, kann ich auch keine Katastrophen verursachen. Du solltest mal dein IQ nachprüfen lassen. Du bist Bauherrin. Du hast Verpflichtungen. Die Leute reden bereits über uns. Mensch, jeden Moment kann die Polizei aufkreuzen und uns hopp nehmen. Da ist sie schon. Herein! Herr Mäßig, Sie entschuldigen bitte ganz herzlich. Was ist denn? Der Herr Reschke und ich, wir würden gerne mal Ihre Schwiegermutter sprechen. Haben Sie zufällig den ausstehenden Lohn mit? Was denn für ein Lohn? Der Lohn für die Arbeiter. Für die Arbeiter? Ach, wie weit seid ihr denn mit dem Bau? Ja, eigentlich geht es nicht so recht vorwärts, gnädige Frau. Na, Gott sei Dank. Ja, außer dem Loch ist sonst nicht weiter passiert. Das Loch kann stehen bleiben, alles andere wird wieder abgerissen. Ich bin nämlich pleite. Schwiegermama, du hast kein Geld mehr? Ich habe gesagt, ich bin pleite. Das heißt doch nicht, dass ich kein Geld mehr habe. Ich denke, man verliert sein Geld, wenn man pleite ist. Man verliert sein Geld, wenn man blöde ist. Wenn man ein bisschen schlau ist, kann man mit einer Pleite sogar sehr viel Geld verdienen. Das ist aber Betrug. Das ist Marktwirtschaft, mein Bester.
So, nun entschuldige mich, lieber Schwiegersohn. Ich war wieder in Urlaub. Ich muss mich ja schließlich von der Pleite erholen. Tschüss. Ich bin erledigt. Rudi, komm mal ganz schnell rüber. Ich komme, Wolle. Rudi, dein Laden ist wieder frei für dich. Meinst du wirklich? Na klar, da kannst du jetzt eine richtige Goldgrube draus machen. Und was muss ich da machen? Das hast du doch gerade gelernt. Pleite. Moin, moin, mein Rudi. Moin, mein Wolle. Na, schön abgeschnitten? Na klar. Ah, sind bloß noch ein paar Tage bis zu deinem Ende. Es sind nur ein paar Tage noch bis zu meinem Anfang, Wolle. Ja, Laden lockt dich, was? Sag mal, was ist denn das? Da staunst du, was? Chemiebaukasten will sich bei Jugendforscht bewerben. Ach, Quatsch, Wolle. Das ist für meinen neuen Laden mein Sortimentskoffer. Sortimentskoffer, was soll denn hier drin sein? Wolle, ich habe die totale Marktlücke entdeckt, sag ich dir. Das ist die Goldgrube. Herrenkosmetik. Rudi. Rudi, du und Herrenkosmetik. Ja, ich, wieso denn nicht? Schau dir mal bitte mein Gesicht an. Fällt dir da was auf? Stimmt, an deinem Gesicht müsste man genau merken, ob die Kosmetik was taugt. Genau das habe ich gemeint, Wolle. Ich probiere gerade so eine Creme für meinen Tank. Warum hast du dir so eine ins Gesicht geschmiert? Wie? Ach, Wolle, und abends mache ich sogar eine Gurkenmaske. Versuch's mal mit einer Paprikamaske. Ach ja? Ja. Wieso? Das macht so schön feurig. Sehr witzig, Wolle. Du hast keine Ahnung. Rudi, hast du dir schon mal überlegt, wie du die Männer von Niederbörnecke davon überzeugen willst, sich Creme ins Gesicht zu schmieren? Die meisten fühlen sich so schon angeschmiert genug. Wolle, wer besser aussieht, bekommt einen besseren Job. Das glaube ich nicht, Rudi. Doch. Ach, guck den Gauweiler an, Mellemann oder den Engholm. Das sind bestimmt die schönsten Männer ihrer Parteien. Und, hat sie was genutzt? Ach, Wolle, hier. Was denn? Probier mal. Das soll die Frauen ganz verrückt machen. Hepp! Was ist denn das hier? Eine verführerische Kombination von holzig-modrigem Duft, eine Nuance von Moschus und Roggen. Ein Duft, der Frauen ja sagen lässt. Ja. Ja? Ja? Ach, oh, nee. Vorsicht, Wolle! Ach, nee. Die schöne Probe. Oh, nee. Das war meine einzige. Meine Güte! Stellen Sie sich mal vor, gerade habe ich vom Postamt eingeparkt, da kommt doch so ein Idiot und jammert rum, das wäre sein Parkplatz und so. Und ich soll gefälligst wieder wegfahren, sonst würde er mich abschleppen lassen. Na, dem habe ich's gegeben. Rudi, das war mäßig. Was? Ich meine mäßig, mäßigen Sie Ihren Zorn, das schadet Ihrem Tank. Genau, Sie haben ja recht, dieser Idiot, der ist es doch gar nicht wert, dass ich mich so aufrege. Das sagen wir auch immer, ja. Was darf denn sein, Frau? Zander Albrecht. Zander Albrecht ist mein Name. Ich komme im Auftrag der Postdirektion. Rudi, die Postdirektion, deine Kiste weg. Die Postdirektion hier. Ja, ich hab da mal eine Frage an die Postdirektion da hier. Hier, wenn ich hier meine privaten Hosenträger zur Diensthose trage und ich möchte gern hier vorne in Post an den Post nähen lassen, damit es im einfach... Das soll bitte einfach bitte anklicken. Was benutzen Sie denn für einen Aftershave, Herr? Stangeweit, ja. Und da hätte ich gern mal gewusst, wie ist denn da jetzt der Dienstweg-Abgang, damit die passende Größe auch dazu ausgewählt wird. Dass ich, Mensch, Rudi, für dein Duftwässerchen, da braucht man ja einen Waffenschein. Kein Wunder bei der Überdosis. Bodenlose Frechheit. Guten Morgen, Herr Mäßig. Was ist denn hier los? Entschuldigung, Herr Mäßig, aber darf ich mal vorstellen, das ist Frau Zander Albrecht. Zander Albrecht. Wir haben uns bereits kennengelernt. Tja. Sagen Sie mal, Herr Stankoweit, gehört es neuerdings zu Ihren dienstlichen Pflichten, der weiblichen Kundschaft einem so wörtlichen Sinne unter die Arme zu greifen? Ja, Herr Mäßig, ich wusste selber schon bald gar nicht mehr, wo ich noch hingreifen sollte. Der Dame war sozusagen nicht gut, also vielleicht auch wieder zu gut. Sehen Sie, der Herr weiß wenigstens, wie man sich einer Dame gegenüber zu benehmen hat, nicht? Dame und Benehmen. Lachhaft! Noch nie im Leben bin ich von jemand derartig beleidigt worden wie von Ihnen. Wieso? Was hab ich denn schon groß gesagt? Ossi. Ach, das war doch gar nicht so böse gemeint. Das ist mir nur so rausgerutscht. Also das ist ja ein starkes Stück. Herr Mäßig ist doch kein Ossi, das kann ich bezeugen. Dazu hätte er nie das Zeug gehabt.
Ich bin Westdeutsch, durch und durch. Das lässt sich durch mehrere Generationen, ja bis zum 30-jährigen Krieg, lässt sich das zurückverfolgen. Ja. Lückenlos. Ja, das stimmt, da haben schon seine Vorfahren gegen meine gekämpft, ja. Na, dann entschuldige ich mich bei Ihnen. Wieso eigentlich bei ihm? Ja, bei uns. Ja, dann entschuldige ich mich halt bei allen. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung. Ist jetzt gut? Wir haben auch unseren Stolz. Auch wenn man das manchmal nicht so merkt. Ja, ich bin ja auch nur drauf gekommen, weil Sie so ein bisschen grau und mickrig im Gesicht aussehen. Na ja, da denkt man doch gleich an Südfrüchtemangel in der Kindheit und dergleichen. Bei uns herrschte kein Mangel. Ich habe jeden Abend mein Glas Bananenmilch bekommen. Ich meine ja auch nur überhaupt. Dieses besitzstandswahrende Verhalten, dieses Gejammer mit Ihrem Parkplatz. Also das war wirklich schon absolut Ossi-mäßig. Also das müssen Sie doch selbst zugeben. Also ich verbitte mir diese Frechheiten. Ich habe diese Dame lediglich sachlich gebeten, meinen Parkplatz zu verlassen, auf dem sie widerrechtlich... Also nein, und dann dieses schon fast reflexhafte Gekränktsein. Widerrechtlich. Wie er sich gleich wieder aufregt, ganz typisch. Sie sind wohl schon länger hier beschäftigt, hä? Na ja, dann nimmt man sich vielleicht doch unwillkürlich das eine oder andere an. Also Schluss jetzt genug, es reicht. Was denn jetzt schon, wo Sie gerade dabei waren, Sie ehrenhalber zu werden? Sie verschwinden jetzt augenblicklich, sonst mache ich als Betriebsleiter von meinem Hausrecht Gebrauch. Oh, das wird leider nicht gehen. Ich bin nämlich im Auftrag der Postdirektion hier. Was? Ja. Nein. Warum sagt mir denn keiner was? Herr Mäßig, ich habe Ihnen vorhin ganz deutlich zugezwinkert, als ich die Dame vorgestellt habe. Das stimmt mit all seinen Augen. Ja. Mensch, jetzt geht es das jetzt peinlich. Also, ich bin, ich weiß, also ich bin außer mir. Na, dann gehen Sie mal wieder in sich. Ich werde inzwischen zum Auto gehen und die Sachen holen. Das steht ja zum Glück gleich vor der Tür, nicht? Kommen Sie mal mit, tragen helfen. Ja, kommen Sie mal mit, Rudi. Gehen Sie mal mit. So ich? Immer ich. Immer ich. Stanko Weit, ja. Von Mann zu Mann. Na, mäßig. Sehe ich grau aus? Na ja, jetzt ist schön. Morgen. Ja, guten Morgen, Herr Hübsch. Guten Morgen, Herr Stanko Weit. Guten Morgen, Herr Mäßig. Guten Morgen, Herr Hübsch. Guten Morgen. Herr Mäßig, fehlt Ihnen was? Sie sehen aber schlecht aus. Was? Ja. Ganz fahl und grau wie Buttermilch mit Spucke. Überarbeitet. Ach was. Ja, Herr Mäßig ist für einen Ossi gehalten worden. Oh, das ist hart. Ja, für uns. Sagen Sie mal, was macht denn der Herr Reschke eigentlich da draußen mit der Zander Albrecht? Was? Sie kennen diese Person? Ja, na klar, die treibt sich doch jetzt auf jedem Postamt um. Als Unternehmensberaterin, wo die saniert hat, wächst kein Gras mehr. Die soll früher bei der Treuhand gewesen sein. Ich denke, wer dort rechtzeitig abgesprungen ist, macht einen Karrieresprung. Was will die denn da bei der Post? Die hat einen sehr guten Draht zur Postdirektion. Na ja, ist klar, wie der Vetternwirtschaft. Mitnichten. Also doch nicht? Doch, der Postdirektor ist ihr Onkel. Auch das noch. Und ich habe gerade veranlasst, dass man ihr Auto abschleppt. Ach, nee. Ich muss das sofort stoppen. Der Herr Mäßig ist mit der voll zusammengerost. Die steht auf seinem Parkplatz. Oh, da soll er aber mal sehen, dass er sich bei der wieder einmeiert. So, jetzt muss ich aber, meine Leute warten doch schon auf ihre Kaffeefahrtenreklame. Bis dann. Bis dahin. Morgen. Morgen, Mensch, was hätten wir? Was hätten wir? Jetzt muss ich all meine Bandscheiben neu nummerieren lassen. Sagen Sie mal, wo ist denn Ihr Chef abgeblieben? Hm? Herr Mäßig ist in seinem Dienstzimmer. Ich glaube, der hat jetzt ein ganz dringendes Diensttelefonat zu führen. Nee, also das geht jetzt wirklich nicht. Der soll mal schön wieder herkommen. Holen Sie ihn mal. Ja, holen Sie ihn mal, Rudi. Holen Sie ihn mal. Wieso denn ich? Immer ich. Ich immer ich. Ach, komm mal, Rudi. Kopf hoch. Aua. Sagen Sie mal, warum steht das hier eigentlich leer? Nicht mehr lange, der Laden ist praktisch schon vergeben. Naja, also das ist das letzte Wort auch noch nicht gesprochen. Naja, das könnte doch eine Goldgrube sein. Na, mal sehen, wie das Kundenpotenzial hier ist, ne? Ja, sagen Sie mal, Herr Aufschwungpost, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ah ja? Naja, ich will mal ganz offen zu Ihnen sein. Der Aufschwung kommt jetzt, so viel ist sicher. Ja, darauf warten wir hier schon seit Jahren, aber hier ist er noch nicht vorbeigekommen. Vielleicht hat er sich verlaufen. Das weiß doch inzwischen im Osten jedes Kind. Nach der Privatisierung kommt der Aufschwung. Ja, in den Arbeitslosenzahlen. Also was wollen Sie denn? Sie haben doch noch Ihre Arbeit. Und damit es so bleibt, heißt es jetzt in Deutschland Aufschwung,
Post. Wir haben uns da noch viel vorgenommen. Na, da bin ich aber sehr gespannt. Frau Zander Albrecht, Sie möchten mich sprechen. Ah ja, meine Herren, passen Sie auf. Wir wollen das Angebot am Schalter erweitern. Potsdam-Niederbörnecke wird das erste Postamt sein, wo wir unseren neuen Renner am Schalter testen. Oh, welche Ehre für unser Postamt. Das soll ein Härtetest sein. Klappt es hier, klappt es woanders auch. Ja, bitte, was ist das eigentlich? Darf ich vorstellen, das ist unser Rubbelrolli. Unser Sympathieträger für das tolle Rubbelrolli-Spiel. Es gibt bereits Rubbelrolli-T-Shirts und sogar eine CD mit dem Rubbelrolli-Rap. Später wird dann mit dem Rubbelrolli Rundfunk- und Fernsehwerbung laufen. Das wird vielleicht die öffentlich-rechtliche Konkurrenz für das Glücksrad. Ja. Das Posthorn als Füllhorn des Glücks. Damit machen wir dann Gewinn, was? Wie wird denn das eigentlich gemacht, Rubbelrolli? Also der Einsatz für drei Lose beträgt eine Mark. Auf den Losen stehen Buchstaben, die freigerubbelt werden. Daraus werden dann Begriffe für Postdienstleistungen gebildet. Und dafür gibt es dann Gewinne. Ja, Moment mal, soll das heißen, dass die Post jetzt Glücksspiele am Schalter durchführen lässt? Nein, das soll jetzt heißen, dass der Schalterbetrieb endlich aus den roten Zahlen kommt. Ja, das sehen wir schwarz. Also, gut, Herr Mäßig, ich habe jetzt mit Ihnen noch etwas alleine zu besprechen. So, die Herren, Sie können sich ja inzwischen überlegen, wer von Ihnen den Losverkauf an seinem Schalter übernehmen möchte, nicht? Nee, ich weiß auch nicht, Rudi. Ja, Nee, das ist was für dich. Meine Herren, haben Sie sich jetzt eigentlich überlegt, wer von Ihnen den Verkauf an seinem Schalter übernehmen möchte? Wie gesagt, ein Riesenspaß, das Ganze. Die Leute können mit den freigeruppelten Buchstaben nur gewinnen. Das ist schön. Und für Sie fällt ja auch was dabei ab, ne? Gibt's eine Provision? So ist es ein Ansporn für den Verkaufserfolg. Leistung soll ja schließlich belohnt werden, nicht? Da werde ich mich wohl mal opfern müssen. Nein, das kommt überhaupt nicht in Frage, Rolle. Ich als Mann der Wirtschaft, das kannst du mir doch nicht wegnehmen. Da kann ich doch gleich mein Verkaufstalent trainieren. Wissen Sie, ich mache mich nämlich wirtschaftlich selbstständig. In der Branche Herrenkosmetik mache ich mich selbstständig. Eben, da brauchst du dich doch gar nicht erst mal einarbeiten. Guck mal, wenn du in ein paar Wochen weg bist, muss ich das so und so übernehmen. Hier passt es hin. Oh, da haben Sie einen sehr schönen Fleck gesucht, meine Dame. Warten Sie, da helfe ich Ihnen doch gleich mal. Hier, das haben wir doch gleich hier. Wie stark Sie sind, was Sie für Muskeln haben. Ja, das kommt beim Stempel. Herr Reschke, kommen Sie doch bitte mal zu mir herein. Ja. Und bringen Sie Ihr Kassenbuch mit. Ja, ich komme gleich. Moment. Ja, etwas schneller, wenn ich bitten darf. Ja. Herr Reschke. Ja. Immer ich. Ja, haben es ja gleich geschafft. Na prima, dann kann ich Ihnen ja jetzt das Rubbeln zeigen. Herr Reschke, jetzt kommen Sie. Ja, dann weiß ich. Wie ich soeben durch Frau Zander Albrecht erfahren durfte, verlangt die Postdirektion von mir eine komplette Umsatzstatistik für das letzte Quartal, aufgeschlüsselt für jeden Arbeitsplatz. Also, mit Ihnen wollen wir anfangen. Zeigen Sie mal Ihr Kassenbuch her. Bitte schön, Herr Mäßig. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Herrenkosmetik. Reschke, was ist los mit Ihnen? Verkraften Sie das Alter nicht? Nein, das heißt ja, also ich meine, wie soll ich sagen, ich persönlich nicht. Oh. 5 Minuten Manager-Schaummaske. Reschke, sowas nehmen Sie? Ja, das heißt nein, also wie soll ich sagen, ich meine, nicht direkt, ich. Oh. Sie brauchen sich doch nicht zu schämen. Nein? Nein! Reschke, ich finde das im Gegenteil sogar sehr vernünftig. Wir sollten alle, also auch wir als Männer, mehr Wert darauf legen, einen frischen Eindruck im Dienst zu machen. Ja? Ja, und dabei kann doch diese, wie heißt das? 5 Minuten Manager-Schaummaske. Das kann doch dabei sehr sinnvoll sein. Vorausgesetzt, man macht es in seiner Dienstpause. Natürlich, ganz gewiss, Herr Mäßig, natürlich. Tja, dann rechnen Sie mal alle Tagesumsätze brav nach. Und wenn Sie dann durch sind, kommen Sie mit den Zahlen zu mir. Sehr wohl, Herr Mäßig. Ist noch was? Nein. Bitte, Herr Reschke. Ja, ich gehe. Frisch ans Werk. Sollte
noch etwas unklar sein. Ich meine, mit dem Losverkauf. Oh. Ich bin jederzeit für Sie bereit. Tschüssi, kleiner Rubbler. Tschüssi, kleiner Rubbler. Deinen Erfolg bei der Dame verdankst du einzig und allein meiner Herrenkosmetik. Rudi, deine Kosmetik, die so verschrecklich verdüftet. Oder riechst du noch was? Weil deine Dame inzwischen die ganze Probe aufgeschnüffelt hat. Rudi, beruhige dich, das schadet deinem Tankman. Ich soll mich beruhigen, ja? Wo du die ganze Provision alleine einsteckst. Rudi, Rudi, vielleicht machst du was als Jungunternehmer falsch. Warte noch mal, das haben wir doch gleich. Hier, warte hier. Ja, hallo, ich hätte gerne mal einen Wirtschaftsminister. Oh, Herr Rexroth, Sie persönlich, ja? Ja, hier der Kollege Reschke wollte Sie mal was fragen. Was? Komm doch nein, hier. Nein, komm nein, hier, ne? Nein. Hat doch Mut, ja. Er wollte mal wissen, wie man die Wirtschaft führt, ohne dass man von der Wirtschaft was versteht. Ja, weil Sie sind da sein großes Vorbild. Ach, das wissen Sie auch nicht. Ja, aber trösten Sie sich, wenn Ihnen jetzt in Bonn das Wasser bis zum Hals steht, dann ist das nicht Unfähigkeit, sondern das Hochwasser. Ja. Ja, nee, das wissen wir. Das wissen wir, dass jetzt nach der Rezession jetzt die Konjunktur kommt. Nicht klar, ja. Ob wir einen Unterschied kennen, Rudi, sagst du mal, Minister, sagst du noch mal, Rudi? Nein, sagst du mal. Ja, Konjunktur, das ist Sportwagen, Kaviar und Geliebte. Und Rezession, das ist Fahrrad, Leberwurst und die Mama. Ja. Was der Rudi immer rein sagt, das ist die Nudel, sagst du. Ja. Ja, der Herr Reschke möchte Sie dann noch einmal sprechen. Ja, das ist nicht mal gut. Komm mal her. Ja, ich will Sie noch mal was fragen. Sagen Sie mal, was macht denn die Partei der Besserverdienten? Ja, ich meine hier der FDP. Ach, da geht's nicht gut, ja. Aber da haben Sie natürlich recht, man kann die FDP nicht mit der Titanic vergleichen, ja. Ja, wenn die FDP mit an Bord gewesen wäre, dann wäre das Schiff nie untergegangen. Ja, weil die können sich ja nie auf eine Richtung einigen, ja. Der Rudi ist eine Nudel, ja. Was sagen Sie? Ach ja, Sie sehen Licht am Ende des Tunnels, ja. Ach, hier, der Herr Reschke sagt gerade, vielleicht stehen Sie verkehrt im Tunnel. Ja, oder es ist ein entgegenkommender Zug, ja. Was er so reif sein, unser alter Rudi. Rudi, du, du, du. So, das ist der Rudi, jetzt hat er aufgelegt. Ja, also, Das ist ein Fackel. Gleich gedacht, je weiter man in den Osten kommt, umso eher wird einem das Auto gestohlen. Ach, diese Halbslagen. Kein Respekt vor Privateigentum. Ach, Ihnen fehlt wohl jetzt Ihr Lader, was? Ich fahre einen S-Wagen, ja? S-Klasse. Also wenn ich diesen Saukerl erwische, dann die Polizei muss sofort eine... Die Polizei, da muss ich doch messen. Die Polizei, Herr Mäßig, wenn ich die Polizei mit der S-Klasse... Herr Mäßig. Danke, weil können Sie nicht anklopfen? Herr Mäßig, die S-Klasse ist weg. Hier, der Frau Zander Ulbrich, hier ist der Wagen weg. Oh Gott, ja. Der Abschüttdienst. Ja. Ich habe den Fahrer nicht mehr rechtzeitig erreicht. Ja, aber jetzt ist zur Polizei gerannt. Nein. Ja. Oh, vielen Dank, Herr Stankoweit. Ich muss sofort telefonieren. Da machen Sie es doch. Ja. Herr Mäßig, jetzt sehen Sie aber viel grauer aus als vorhin. R26. Was? Ja, hallo, hier Mäßig. Warum erreicht man Sie denn nicht? Ja, ich weiß, hier vor meinem Postamt, aber das war ein Irrtum. Der Wagen muss wieder her. Was heißt, das geht nicht? Hören Sie mal, genau so, wie er gestanden hat. Rudi, ich sage dir heute Rubbitzler im Karton hier. Guten Morgen, Herr Rudi. Guten Morgen, Herr Klatschbier. Na, heute schon gerubbelt? Wie bitte darf ich denn das verstehen? Ja, wir haben was ganz Neues. Eine Rubbellotterie von der Post mit ganz großen und tollen Preisen. Aha, Lotterie? Ja. Ich spiele nicht. Dafür nehme ich das Leben viel zu ernst. Aber mal im Ernst, Herr Klatsch, ja, bei uns hier bei dem Postlotto, da brauchen Sie kein Glück nur, da brauchen Sie auch noch Ihren Kopf. Wissen Sie, und mit jedem Buchstaben, den Sie abgerubbelt haben, da können Sie ein Wort bilden und da gibt es ganz tolle Preise. Ja, ganz tolle Provisionen. Und das geht mit rechten Dingen zu, mit der Lotterie? Ja, selbstverständlich. Die Postdirektion hat sich vom ordnungsgemäßen Zustand des Sicherungsgerätes persönlich überzeugt. Ja. Ich sage Ihnen ganz einfach, 3 Lose, eine Mark. Eine Mark ist das eine. 6 Lose. Für 3 Mark. Ach, jetzt geht's aber los. 6 Lose, das ist ein halbes Dutzend, Rudi. Einmal ist schließlich kein Mark. Sehr schön, Rudi, das läuft. Ja, du, da kann ich was rechnen. Hier, du, da rechnen noch, du machst noch mal guter. Ah, ja, die Sonne. Meine gute Frau Kaiser, ich grüße Sie ganz herzlich. Oh, was sehe ich denn da? Es gibt was Neues? Ja, Rubbellose. Interessant. Stimmt. Wollen Sie vielleicht einmal hier eine Kreuzfahrt außer der Reihe?
Die kann man gewinnen? Nur selbstverständlich. Drei Lose in einem Abend für die Kreuzfahrt. Hier, hier. Ich hab's gleich gewusst. Ich sollte davon die Finger lassen. Das ist eine Niete. Was sagen Sie das Geschäft hier? Herr Stankowald, ja. Bei Seereisen wird mir immer schlecht. Ach, da habe ich auch noch andere Preise für Sie. Zum Beispiel ein Stückchen Mauer mit Graffiti. Was nützt mir denn ein Stück Mauer? Und wer ist denn bitte Graf Fitti? Aber jetzt, Herr Stankowald, ich habe drei Freilosen. Und hier, O, ein O. Oh, Herr Kretschmier hat ein O. Ja. Und für Sie habe ich dann noch einen ganz speziellen Preis, wenn Sie was gewinnen wollen, und zwar einen Bungee-Sprung vom Eiffelturm. Tja, das wäre natürlich was. Das machen wir doch, das ist es doch, ja. Dann nehme ich doch gleich ein Dutzend. Ein Dutzend nimmt Sie, Rudi. Ein Dutzend, weißt du? Das ist zwei halbe, ist das, Rudi. Das sind zwölf, ne? Rechne schön, pass schön auf, Rudi. Ne? Merke zwei, drei Burgen und vier sind weg. Ich habe drei Freilose und ein Wort zusammen. Was ist das? Post. Post, oh, da gratuliere ich Ihnen. Da gucken wir gleich mal nach, was Sie gewinnen. Oh, das ist ja wunderbar. Da haben wir was für Sie. Und das ist es auch schön. Bitte schön. Ja. Was ist denn das? Ja, sieht aus wie ein Lolli, ne? Ja, was soll ich denn mit einem Lolli? Ja, einfach lecken, Herr Klatschmier. Also, das ist doch, das sieht mal wieder mal, wie die Post mit ihren Kunden umspringt. Ja, Sie können ja auch noch größere Begriffe bilden, nicht wahr? Da gibt's dann nur noch größere Preise, gucken Sie. Sie haben drei Freilose, nehmen Sie noch 20 mit dazu. Ja, wie jetzt hab ich einen Lolli schon ausgepackt? Ach, Sie könnten, ja, geben Sie her, Sie können Jackpot knacken. Kommen Sie an der Glückssträhne immer ran, machen Sie Lose. Gut, nochmal. Nochmal sechs Lose. Sechs Lose, nochmal ein halbes Dutzend, Rudi. Aber dann, meine Herren, ist Schluss. So, ein halbes Dutzend. Ja, verstanden, ich hab's geahnt. Ich mache hier die Drecksarbeit und du verdienst hier eine goldene Nase mit diesem blödsinnigen Gruppe. Komm, Rudi, das ist ja okay. Zuckerschlecken, Sie. Ich habe ein Lösungswort. Ja, schön, was haben wir denn da? Und Freilose. Da haben wir Ostprodukt. Ein Ostprodukt. Nee, dafür gibt's nicht für Ostprodukt. Das ist doch wieder mal typisch. Postprodukt, dafür hätt's was gegeben, aber dazu fehlt Ihnen das zweite Pay. Aber ich habe noch 20 Freilose. Dann nehmen Sie noch 20 Freilose, das läuft schon. Ich habe 30. So, ich habe mich wieder verrechnet. Ich habe mich wieder verrechnet. Stellen Sie dieses lautige Zähne. Ich muss die Zahlen im Kopf behalten. Ach, die ganze Gemütlichkeit ist hier hin. Rubbel passt einfach nicht zur Post. Guck mal, wie der Rubbel hier. Rubbel verbindet. Ich mach das Rubbel noch ganz rappelig. Ja, genau hier. Nicht aus. Wissen Sie was, Herr Klatschbier? Wir rubbeln maschinell. Ich habe zu Hause einen Schwingschleifer. Den setzen wir jetzt in Gang. Ja. Auf geht's. Gut, Rubbel hier. Das läuft ja. Wunderbar hier. Ich mach jetzt Schluss. Na, Rudi, stimmt alles? Das weiß ich nicht. Ich habe zehnmal nachgerechnet. Zehnmal. Ich mach jetzt Schluss. So, Herr Mäßig, da wär ich. Da können Sie nicht anklopfen, Reschke. Entschuldigung, Herr Mäßig. Herr Mäßig, um Gottes Willen, was haben Sie denn gemacht? Die 5-Minuten-Manager-Schaumaske. Die 5 Minuten müssten allerdings längst um sein, Reschke. Ach, seien Sie so gut und geben Sie mir ein Handtuch. Hinten müsste noch eins hängen. Sehr wohl, Herr Mäßig. Sagen Sie, mein Gesicht strammt so. Ist das üblich bei so einer Schaummaske? Ja, es soll ja wohl ein wenig straffen, ja. Ja? Hier, bitte das Handtuch, Herr Mäßig. Danke. Um Himmels Willen. Ah! Oh Gott. Reschke, was ist denn da passiert? Der Schaum ist ganz fest geworden. Wie Gummi. Das kann ich mir auch nicht erklären, Herr Mäßig. Was machen wir beide da jetzt? Das, Herr Mäßig? Ja, ja. Herr Mäßig, Sie sehen ja aus wie das Phantom der Operette. Mensch, ich kenne Rudi, was hast du denn mit denen gemacht? Das war ich doch gar nicht. Ach, Reschke, sorgen Sie dafür, dass ich das Zeug wieder runterkriege. Ich flehe Sie an, machen Sie was. Bleiben Sie ruhig, mein Guter. Bleiben Sie ganz ruhig, setzen Sie sich doch hin. Bleiben Sie ruhig, schön durchatmen, Herr Mäßig, ja? Und ja, halt die Nischel fast jetzt. Was? Ja, komm, was wollen Sie? Ja, so legen Sie großen Wert auf Ihre Augenbrauen, Herr Mäßig. So schön wie die von Herrn Weigel sind die ja ohne. Au! Ach so, hat es doch keinen Sinn. Ich muss das irgendwie versuchen runterzuwaschen. Das geht doch so nicht. Das ist... Ah! Herr Mäßig, oh, Sie haben mir aber einen Schrecken eingejagt. Ich dachte, hier steht ein Tollwütiger. Keine Angst, der beißt, ne? Sparen Sie sich Ihre bissigen Bemerkungen. Helfen Sie mir lieber, das Zeug wieder runterzukriegen. Was denn? Das geht nicht wieder ab. Wo kommt denn das überhaupt her? Von mir ist ein Muster. Zeigen Sie mal die Verpackung. Bitte, auch hier. Herr Mäßig, ja.
Ihr Verfallsdatum ist abgelaufen. Ja, das Zeug muss runter und zwar sofort. Halten Sie mal fest, ich mache es. Nein, huch, was heißt denn hier huch? Sie haben aber ein sehr inniges Verhältnis zu Ihrem Chef. Ja, wir freuen uns alle gemeinsam ein bisschen, ja, über den Umsatz, den wir durch Ihre Rummellotterie machen können. Ja. Verkaufserfolg ist in der Tat bemerkenswert. Die Postdirektion wird beeindruckt sein. Ja, wie sieht's denn aus mit meiner Provision hier? Müssen wir das jetzt klären? Ja, das wäre mir schon ganz recht, ja. Na ja, also 100 verkaufte Lose bekommen Sie ein Freilos, bitte. Das war sehr großzügig hier. Also, Herr Stankowitz, also nein, das hätte ich jetzt wirklich nicht also, von nee. Ihnen erwartet. Was haben Sie nicht erwartet? Das ist ja nicht möglich. Da fehlt ja ein Sachgewinn in Ihrer Abrechnung. Ach, und gerade der postgelbe Lolli. Ach, also nein. Das sind doch Kleinigkeiten. Die Deutsche Bank würde sagen, das sind doch Peanuts. Peanuts. Holen Sie mir bitte, ich möchte noch mal Herrn Mäßig sehen. Nein, das geht jetzt im Augenblick leider nicht. Aber wieso denn nicht? Ja. Na, dann gehe ich da selber rein. Nee, lassen Sie mal, das mache ich lieber. Einen kleinen Augenblick, wenn Sie noch Geduld haben, ja? Ja. Was ist das? Was geht denn da drin eigentlich vor? Ja, die machen Statistik. Du sah mir aber vorhin mehr nach Gymnastik aus. Ach, also gut, sagen Sie ihm, es wäre alles geklärt mit der Postdirektion. Was ist denn da geklärt? Na ja, wegen der Untervermietung. Was ist denn für eine Untervermietung? Na gut, ich warte im Laden auf ihn. Er soll nicht vergessen, die Verträge mitzubringen. Postdirektion, die Verträge mit der Untervermietung, das kann doch nicht... Was ist das hier? Oh, was hat denn die? Oh, oh. Lauter Spielautomaten. Ach, du willst nicht spielen, lass Rudis Leute machen. Herr Mäßig, hier die Frau Sander Albrecht, die will Sie sofort sehen. Was? Ja, schlimmer konnte es nicht kommen. Doch, die Worte hier im Laden, hier vom Rudi, hier. Gucken Sie mal, was der aus dem Laden machen will. Oh, mein schöner Laden. Ja, Spielautomaten. Jo. Das ist das Ende. Nee, das könnte doch für einen Rudi hier von Herrn Reschke der Anfang sein, wenn wir den Laden lassen hier. Herrn Reschke, ja. Den Laden? Ja. Aber nur, wenn er doch was verkauft, bevor er was versteht. Aber irgendwas muss ich doch verkaufen. Also, Herr Mäßig, ich will Sie ja nicht drängen, aber meinen Sie nicht, dass es besser ist, ohne dieses Zeug im Gesicht dazu der Frau Zander Albrecht zu gehen? Gleich um die Ecke, da hat ein Kosmetiksalon aufgemacht. Die können Ihnen ja vielleicht helfen. Was denn, ein Kosmetiksalon? Gleich um die Ecke? Aber wenn mich jemand sieht... So erkennt Sie doch keiner. Ach, gucken Sie mal, Sie haben doch noch hier vom Fasching vielleicht noch dieses kleine Kostüm da. Wenn Sie das hier vielleicht... Meine Schwiegermutter, die hat ja gefeigt. Die hat ja gelacht, wie sieht damals aus. Ja, das Ding ist es ja. Sehen Sie, Herr Mäßig, Sie können sowas tragen. Ja, Sie sind genau der Typ dafür. Genau, Herr Mäßig, so erkennt Sie niemand. Und wenn uns jemand begegnet... Fällt mir schon was ein. Herr Mäßig, die Luft ist rein. Oh, Hände hoch! Was soll denn das? Ach ja, das ist nicht weiter. Das ist böse Posträuber. Spring den bloß mal um die Ecke schnell. Guten Tag. Da bin ich auch. Es ist gut, Herr Wachtmeister, das ist kein echter, das ist bloß eine Übung. Ja? Was denn für eine Übung? Na ja, hier eine Überfallübung. Es gibt ja auch Feuerwehrübungen. So machen wir eine Überfallübung. Ja. Nehmen Sie ihm bitte die Mütze ab. Ja? Das ist nämlich passive Bewaffnung. Nein, das geht heute nicht. Der hat heute so einen schlechten Tag. Stankowitz! Also, wenn Sie nicht gleich mit diesem Unsinn aufhören, muss ich Sie alle mit auf die Wache nehmen. Ja, da war ich gerade, Zander Albrecht. Ach, dann haben Sie also den Fehlalarm ausgelöst. Nee, das muss ein Missverständnis sein. Mein Name ist Zander Albrecht. Ja, eben. Ihretwegen bin ich hergehetzt. Denn Sie hatten doch die Anzeige wegen des gestohlenen Fahrzeugs aufgegeben, nicht wahr? Ja. Der Wagen steht draußen auf dem Platz, von wo er angeblich entwendet worden ist. Kaufen Sie sich mal eine Brille, dann können Sie in Zukunft auch gleich meine Strafzettel besser lesen. So werden in Potsdam-Niederbörnecke Opfer zu Tätern gemacht. Halt! Sie kommen mit auf die Wache. Das sieht mir nämlich ganz nach einem versuchten Versicherungsbetrug aus. Also dieses Postamt sieht mich nie wieder. Ja, Kollegen, die sind mal los, Herr Messi. Sie können jetzt die Mütze absetzen. Meinen Sie? Ja, runter das Ding ist doch kein Problem mehr. Ah. Keine Gefahr mehr, Herr Messi. Was ist denn? Oh, Anne Köcke. Irgendwie fühle ich mich freier. Oh, meine Maske hat sich durch die Wärme gelöst. Ein großartiges Produkt. Ja, großartig. Sie sehen... auch fast gar nicht mehr grau aus. Ja, Herr Mäßig, und wenn Sie jetzt noch ein bisschen rubbeln, da gucken Sie genauso rosig in die Zukunft wie wir.
Hey, Rudi! Morgen, Wolle. Schau mal, meine Spamania Africana, die treibt. Die treibt ganz wunderbar. Deine was? Meine Zimmerlinde. Was sagst du zu meiner Spatifüllung? Guck mal, die kriegt Blüten. Was sagst du dazu? Was sag doch bitte auch mal was, Wolle. Es grünt so grün, wenn Rudis Blüten blühen. Es grünt so grün, wenn Rudis Blüten blühen. Sag ich doch, Rudi. Das gefällt mir. Es grünt so grün, wenn Rudis Blüten blühen. Das hat Rhythmus, Wolle. So heiß ich. Es grünt so grün, wenn Rudis Blüten blühen. Es grünt so grün, wenn Rudis Blüten blühen. Ich glaube, jetzt hat sie ihn. Es grünt so grün, wenn Rudis Blüten blühen. Mein Gott, jetzt hat sie ihn. Noch einmal. Wann ergrünt das Grün? Wenn die Blüten erblühen. Und was macht das blöde Grün? Na, es grünt so grün. Es grünt so grün, wenn Rudis Blüten blühen. Es grünt so grün, wenn Rudis Blüten blühen. Olé! Was ist denn hier los? Nichts, Herr Mäßige. Wir zwei haben bloß überlegt, ob wir zum Bolschoi-Ballett gehen. Olé! Sie nimmt doch nicht mal die Volkstanzgruppe des Seniorenheims Frohe Zukunft. Das haben Sie sehr schön gesagt, Herr Mäßig. Ich komme eben von der Postdirektion. Oh je. Mit einer guten und einer schlechten Nachricht. Und die schlechte Nachricht lautet, der Baum vom Haus muss weg. Was denn, der schöne alte große Baum? Ja, aber die gute Nachricht lautet, dadurch ist dort endlich Platz für den Parkplatz. Das heißt, Sie können dann dort Ihr Auto parken. Ich hoffe, das freut Sie. Nee, ich komme mit dem Fahrrad. Typisch, Dankoweit. Sie denken wieder mal nur an sich. Aber was soll denn das werden, Herr Mäßig? Überall nur Beton, Beton, Beton. In manchen Köpfen sogar Beton, Herr Mäßig. Ja, Herr Stankoweit, das ist der Fortschritt. Da kann man nichts machen. Ja, da können wir doch auch protestieren. Ja, Menschenskinder. Sind Sie denn noch bei Troste? Eines läppischen Baumes wegen wollen Sie protestieren? Das ist der Fortschritt, Herr Mäßig. Da kann man nichts machen. Aha. Na ja, dann protestieren Sie meinetwegen, wenn Sie es nicht lassen können. Mensch, Mensch, Wolle, das fasse ich doch nicht. Der schöne alte Baum. Unter seinen Zweigen habe ich einstmals meine Frau zum ersten Mal geküsst. Da kann man doch nicht so einfach tun, als wäre überhaupt nichts gewesen. Aber das eine sage ich Ihnen. Wer hier protestiert, den sehe ich mir ganz genau an. Ganz genau. Und dann könnte es sein, dass hier nicht nur ein Baum verschwindet. Falls Sie wissen, was ich meine. Wolle, ich glaube, ich habe meine Frau überhaupt nicht unter dem Baum geküsst. Mensch, Rudi, begreifst denn du nicht? Der Baum ist doch nur die Spitze von einem Eisberg. Und überhaupt, wozu brauchen wir denn für unser kleines Postamt in Potsdam-Niederbürnige, wenn wir einen Parkplatz? Kannst du mir das mal erklären? Ja, vielleicht werden wir vergrößert. Rudi, da steckt was anderes dahinter. Ich weiß bloß noch nicht, was. Wolle, wenn ich es mir recht überlege, der Baum hat doch unsere schöne Fassade, hat er verdeckt. Bitte, Rudi, da protestierst du dem nicht mit. Hab ich doch gesagt. Dann, mein lieber Rudi, bist du aber auch verantwortlich für die Klimakatastrophe in Niederbürnige. Bitte, Moment mal bitte. Was denn für eine Klimakatastrophe, Wolle? Rudi, aber überleg doch mal, ohne so einen Baum, ne, da kann doch die Sonne ungehindert den ganzen Beton aufheizen, ne? Ja, ja. Und die Folge davon ist? Eine Erwärmung des Wetters in Niederbürnige. Nein. Ja, und dadurch, Rudi, kommt über unseren kleinen Ort Hochdruckgebiet zustande. Nein. Ja, und in Oberbürnige, wo die Bäume stehen bleiben, da bleibt's, na. Natürlich kalt, also Tiefdruck, ne? Und da sich ja bekanntlich der Druck immer wie ein bisschen ausgleichen tut, ja, da fließt dann unsere ganze Luft von Niederbürnige nach Oberbürnige. Ach ja. Rudi, und dann wird bei uns aber im Orte die Luft elende. Schnapp, Rudi. Das ist ja entsetzlich, Wolle. Rudi, damit
müssen wir was unternehmen. Könnte man nicht eine Mauer zwischen Nieder- und Oberbürnecke errichten? Rudi, wir müssen das Übel bei der Wurzel packen. Den Baum. Aha, soll ich mich vielleicht der Kettensäge in den Weg werfen wollen? Rudi, wir könnten den Baum sozusagen wie ein bisschen besetzen. Bitte. Rudi, wie findest du das? Von Greenpeace lernen heißt siegen lernen, also gewissermaßen manchmal ein bisschen. Aha, ich soll also auf den Baum klettern, ja? Nein, nie und nimmer nicht wolle. Ich leide unter Höhenangst. Tja, da habe ich aber noch nicht gemerkt, mein Rudi. Ja, mir wird schon schwindelig, wenn jemand sagt, das ist die Höhe. Rudi, da musst du es dir im Schrittweise abgewöhnen. Komm, steig mal auf den Stuhl. Kommt nicht in Frage. Rudi, du sollst auf den Stuhl steigen. Das kommt überhaupt nicht in Frage, Wolle. Gut, dann kommt der Baum eben weg. Du bist so gemein. Du bist ein Erpresser, Wolle. Immer ich. Oh Gott, auf den Stuhl. Guck mal, Rudi. Das ist, du merkst, du bist zu höherem geboren. Oh Gott, mir wird ganz schlecht, Wolle. Sieh mal, Rudi, und jetzt kletterst du hier auf den Postschalter. Komm. Nein, das kann ich nicht, Wolle. Das kann ich nicht. So, da kommen deine ganzen grünen Pflanzen auch mit unter die Säge. Oh. Du bist ein Folterknecht, bist du. Ein Mörder bist du. Immer ich, Wolle. Nur Mut. Halt mich fest, ja. Nur Mut. Halt mich fest, ja. Oh Mensch, Rudi, du bist aber ohne Angsthase. Jetzt mal bitte sicher bewegen. Komm, machen wir mal einen zweifachen Spagat. Was? Bitte, was soll ich machen? Wenn dir das zu billig ist, da springst du eben dreifachen Rittberger. Nein. Rudi, entweder du springst jetzt den dreifachen Rittberger oder... Oder was, Wolle? Oder was? Oder ich hole den Herrn Mäßig. Ja, das ist doch die Höhe. Oh. Ja, das ist doch der Gipfel. Himmel, Arsch und Zwirbel. Himmel, Arsch! Oh. Herr Mäßig, das haben Sie nur davon. Sie sollen immer solche Sachen sagen. Würden Sie mich netterweise mal darüber aufklären, was das Theater hier soll? Aber selbstverständlich, Herr Mäßig, hier unser Kollege Reschke, der wollte hier oben hier, der wollte hier das. Also, das wollte er hier. Hier was wollten Sie? Auf einem Postschalter? Eigentlich auf dem Baum. Ja. Auf welchem Baum? Da stehen Sie gefälligst auf, wenn ich mit Ihnen spreche. Jawohl, Herr Mäßig. Hier, der Baum vor dem Postamt. Was hat denn der damit zu tun? Herr Mäßig, könnten Sie ihn nicht freundlicherweise stehen lassen, bitte? Wegen dem ersten Kuss von Herrn Reschke. Wie bitte? Und wegen der Klimakatastrophe in Niederbörnecke, Herr Mäßig. Ja, Sie haben mich überzeugt, meine Herren. Ich tue alles, was Sie wollen. Ich hab's gewusst, Herr Mäßig. Sie sind wie ein Freund, Herr Mäßig. Schlimmer, Rudi, als wie eine Mutter. Ja, aber das war ich doch schon immer. Sie haben es noch nicht so gemerkt. Oh, Mama. Ja, mein Junge. Es ist alles wieder gut. Im Namen von Dieter Börnecke, Herr Mäßig, danke. Ja. Danke, Herr Mäßig, danke. Sie sind für uns wie ein Schatz. Ja, aber ich hab's doch gern getan. Ach, mein Gott, Sie sind so gut zu mir. Und wenn es Ihnen nicht ausmacht, dann würde ich mich jetzt gerne... Das hat mich sehr gefreut. Das hat mich sehr gefreut. Das war mir eine ganz große Freude. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Und wie wir es geschafft haben, noch einmal, wann ergrünt das Grün? Wenn die Blüten erblühen. Und was macht das blöde Grün? Es grünt so grün. Es grünt so grün, wenn rot die Blüten blühen. Morgen! Nein! Ich soll den Baum draußen vom Postamt fällen. Das hat sich erledigt, der Baum bleibt stehen. Ich habe hier einen schriftlichen Auftrag und solange der nicht vom Auftraggeber widerrufen wird, gilt der für mich. Hier. Da ist eine Unterschrift drunter. Von Mäßig. Oh, der Mäßig. Mäßig. Oh, Herr Mäßig. Ich bin nicht da. Herr Mäßig. Ich kann nicht. Herr Mäßig, hier draußen ist jemand, der will unseren Baum umlegen. Sie müssen was unternehmen. Der Baum muss weg und damit basta. Oh, na, warte, du. Und? Was sagt Ihr Chef? Sie sollen später wiederkommen. Was? Hier haben Sie erstmal was für einen Kaffee. Bitte schön. Okay, ich gebe erstmal einen Kaffee trinken. Ja. Meine Säge. Ach, für Säge, ja. Hätten Sie beinahe vergessen. Sie brauchen Sie ja nicht hier unseren Stempel. Ja, also. Wolle, was hat Mäßig wirklich gesagt? Der hat uns angeschmiert, Rudi. Der Baum kommt weg. Siehste? Ich hab's geahnt, Wolle. Ich,
Immer ich, Wolle, immer ich. Komm doch, Rudi, wenn du nicht mit deiner blöden Höhenangst gewesen wärst, da hätten wir die Eiche besetzen können. Das ist eine Linde. Sag ich doch, Rudi. Ja, bitteschön, was machen wir denn jetzt? Rudi, ich hab's. Du machst eine Sitzblockade um den Baum drumherum. So, dass ihm keiner mehr rankommt, weißt du? Ich allein. Ja. Um den Baum herum. Ja. Dann müsste ich mich ja mindestens vier teilen. Ja. Kannst du mir freundlicherweise mal sagen, wie ich das machen soll? Rudi, wenn man will, geht alles. Ach, der Satz hier. Moin, meine Herren. Gestatten Sie, dass ich mich Ihnen vorstelle? Sie brauchen sich uns noch nicht vorzustellen. Wir wissen nur, dass Sie so Platzspieler sind. Ja. Sie wissen noch nicht, dass ich soeben zum Vorsitzenden des Vereins der Postbenutzer Niederbörniges gewählt worden bin. Ein Unglück kommt selten allein. Das heißt, ich werde künftig die Rechte Ihrer Kunden um die kämpfen. Oh, Sie kommen ja wie gerufen, Herr Platzbier. Sie dürfen Vorsitzender zu mir sagen. Oh. Exzellenz. Ja, Hochwürden, wir haben einen Baum vom Postamt, einen wirklich schönen Baum. Und der Baum soll umgesägt werden. Was sagen Sie denn dazu? Ich vertrete die Postbenutzer, nicht die Baumbenutzer. Eben, wo sollen denn nur die Postbenutzer ihr Fahrrad anlehnen, wenn der Baum... Ja, das ist natürlich was ganz anderes. Ich werde den Baum retten. Oh, sehr schön. Hier, der Herr Reschke, der dachte da so an eine Sitzblockade. Ne? Nein, ich nicht, Wolle. Ohne mich. Ohne mich. Ich rüde mit dem Vorsitzenden, bist du schon zu fünf. Herr Reschke, eine Sitzblockade ist doch gut. Ja, das ist gut. Natürlich. Ja. Sogar sehr gut. Kommt das Fernsehen? Und ich glaube nicht. Aber die Presse? Und ich glaube auch nicht. Der Rundfunk? Höchstens der Buschfunk. Der Ministerpräsident? Der Minister? Nein, der auch nicht. Der Minister? Ja, nein, der auch nicht. Wenigstens der Staatssekretär? Nein, der auch nicht. Ja, wer kommt denn dann? Na, vielleicht ein paar Grüne. Aber Rudi, wo sie jetzt mehr an der Macht zieht als ins Grüne, wäre ich mir da auch nicht so sicher. Wofür opfere ich mich denn auf, wenn es niemand erfährt? Aber Herr Klatschbier, für die Umwelt. Da kann man es wieder mal sehen. Und dann ist der Umweltlohn. Rudi, das war der Herr Klatschbier, da war, da ist mir gerade was eingefallen. Um Gottes Willen. Ich glaube, das ist es. Rudi, das ist die Lösung. Rudi, das ist die Lösung. Hier, ruf mal die Nummer an. Ich glaube, das ist die Lösung. Das ist es, Rudi. Was ist denn das für eine Nummer, Wolle? Das ist es, Rudi. Rufe an, red nicht so viel. Immer es ich, grün, immer so grün, ich. Wenn so grün, Rudi, so grün, dann blühen. Du, da geht aber niemand dran. Ja, wer ist da? Was? Um Gottes Willen, Mensch, Wolle. Stell dich vor, Rudi. Hier ist das Po-A-A in Niederbö. Bitte. Ja, Rudi, dich kann man auch nicht alleine machen lassen. Ja, hier Stankoweit, Potsdam, Niederbörnige. Hallo, Frau Merkel. Ja, Frau Merkel, ich wollte Ihnen gratulieren. Ja, nein, nicht zum neuen Jahr, zur Lohnerhöhung. Ach so, das heißt ja bei Ihnen Diäten, ja. Das kann ja gar eine Lohnerhöhung heißen, nicht? Weil eine Lohnerhöhung muss man sich ja durch Leistung verdienen, ja. Ja, was? Warum ich anrufe? Ach so, das ist so. Was ist da? Bei uns in Potsdam Niederbrunnig vom Postamt, da steht der Baum, ne? Und den wollen sie absägen. Ja, ein Baum aus Holz. Ach so, Sie wissen, was ein Baum ist. Ne? Ich dachte bloß, weil Sie da in Bonn ein bisschen in Bezug auf die Realität ein bisschen ein paar Schwierigkeiten haben. Ja. Nein, das war ungerecht. Sie haben recht, Frau Merkel. Weil Sie tun ja wirklich sehr viel für den deutschen Wald. Ne? Da hat es ja auch bitter nötig, hat er es auch. Ne? Gucken Sie mal, Frau Merkel, wenn wir früher in den Wald gegangen sind, ne, was haben wir da gefunden? Erhöhlung, Heidelbeeren, Pilze. Und was finden wir heute? Rumänen. Frau Merkel, ich komme gleich wieder dran. Sie haben ja Zeit. Kann ich jetzt? Kann ich jetzt den Baum fällen? Hier, der Baum, der bleibt vorerst mal stehen. Das ist alles noch nicht geklärt. Rudi, du gibst den Kohle. Sag mal, was für ein Kaffee. Hier, für den Kaffee. Okay. Wie soll's recht sein? Trink ich eben noch einen Kaffee. Trinken Sie noch einen Kaffee, ja. So, jetzt bin ich wieder da. Was? Frau Merkel, das heißt so, jetzt bin ich wieder da. Ja, ich musste ganz schnell sprechen, weil die Räuber sind hinter mir her. Nee, nicht die, die Telekom. Ein Wort zu viel und die ziehen eben die Hosen aus, ne? Oder sogar noch das letzte Hemd, wenn sich der Computer verrechnet hat, ja.
Ja, Frau Merkel, die Telekom, die trägt sich aus, ne? Ach, wie? Na ja, wir ziehen mit unserer ganzen Familie nach Amerika und telefonieren nur noch nachts um drei. Ja. 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 Frau Merkel, was wird denn nun mit dem Baum? Ach, Ihnen sind die Hände gebunden. Was? Sie arbeiten in Bonn mit zusammengebundenen Händen? Also, den Trick macht Ihnen niemand noch. Also, das ist ja welcher Trick? Die ganze Regierung arbeitet mit zusammengebundenen Händen und zieht trotzdem Leuten das Geld aus der Tasche. Das ist ja... Jetzt sind Sie ein bisschen wütend geworden, weil es ein bisschen ungerecht war, ne? Sind Sie wütend geworden? Frau Merkel, sagen Sie mal, wenn Sie wütend wären, sind Sie dann noch schöner? Hat so aufgehangen, du. Ich weiß, Leute. Da soll sich eh noch in den Frauen auskennen. Also, ich weiß. Ich glaube, jetzt habe ich eine Idee. Volle, ich hab's. Pass auf. Wie wär's, wenn wir bei Gericht eine einstweilige Verfügung erwirken? Rudi, wie willst denn du begründen, dass der Baum stehen bleibt? Na, vielleicht gibt es Richter mit Herz. Richter haben doch kein Herz, die haben ein Gesetzbuch. Und da steht drin was vom Recht und nicht von Bäumen. Mensch, Volle, vielleicht kriegen wir Recht. Wir müssen es eben mal versuchen. Rudi, bei Gericht kriegst du kein Recht, da kriegst du ein Urteil. Ich habe ja bloß mal gedacht, ja. Rudi, mir fällt gerade was Tolles ein. Weißt du, was wir machen könnten? Wir könnten hier das Postamt ein bisschen wie boykottieren. Also, wie gesagt, kollegenmäßig. Du, das ist mir zu riskant. Mensch, Rudi, du musst doch keine Ölplattform besetzen oder das Morora-Atoll. Den mäßig nicht beachten, das genügt schon. Ja, wie denn? Na, einfach hier so. Ich zeig dir das gleich. Man muss einfach so reingucken, machst du so hier, ne? Herr Mäßig! Und dann wieder so, Rudi. Herr Mäßig! Komm hier ab. Ja, na bitte. Sie haben mich gerufen, hier bin ich. Nein? Dann habe ich mich wohl verhört. Entschuldigung. Mensch, Freunde, das klappt ja. Du, den machen wir jetzt fertig. Herr Mäßig! Also diesmal habe ich es aber ganz deutlich gehört, Herr Reschke. Sie haben mich gerufen. Und ich guck mal einen Kassenbrief. Ja. Oder doch nicht? Ja, aber mir war so alt. Also ich könnte schwören, da. Merkwürdig. Oh, Rudi, guck mal. Herrn Mäßig, seine Tür steht offen. Na eben. Sag mal. Die war doch gerade noch zu. Naja, ich hab's doch gerade aufgemacht. Volle, hier geht doch was nicht mit rechten Dingen zu. Rudi, das werden wir drei haben. Sie, was wollen Sie von mir? Tun Sie mir nichts! Herr Mäßig! Herr Mäßig! Wo ist unser lieber Herr Mäßig? Naja, hier bin ich doch! Niemand zu sehen, wollen nicht. Seltsam, was? Verstehe ich. Und sonst sitzt er hier immer in seinem Sessel und arbeitet ganz angestrengt. Ne? Herr Mäßig ist ja bekannt für seinen Fleiß, oder? Aber Herrschaften, ich verstehe nicht, was... Mensch, Wolle, hoffentlich ist dem nichts passiert. Also bitteschön, wenn Sie unbedingt wollen, hier bin ich. Sehen Sie, hier. Rudi, vielleicht ist er auch entführt worden. Entführungen sind ja heutzutage teilweise beliebter als Jakobs Krönung oder Henry Maske. Also da tippe ich auf militante Baumschützer. Das können doch wild gewordene Umweltfundamentalisten sein. Ich bin nicht entführt worden zum Donnerwetter, ich bin hier! Solche Leute schrecken heutzutage vor nichts zurück, wenn sie nur etwas schützen wollen. Naja, Rudi, manche Umweltschützer, die sind gefährlicher als die Umwelt selber. Und alles nur, weil er diesen schönen, großen, alten Baum vorm Postamt nicht leiden kann. Er hat's nie anders gewollt, mein Rudi, da kann man nichts machen. Ja, aber ich kann doch nichts dafür. Ich würde den Baum ja nur und gerne retten. Es blüht der Grün, wenn Rudi Blüten blühen. Es blüht. Oh, doch, sag mal, bei ihm bibbelt's mir, hä? Da kann man ja einen Schlauch kriegen. Kann ich jetzt den Baum fällen? Nein, tut mir leid. Unser Chef hat leider... Da hat sich wie ein bisschen unsichtbar. Ja, leider. Jetzt, ja. Und wir zwei sind leider nicht befugt. Ja. Leider. Rudi, vielleicht gibst du dem Kollegen noch einen Kaffee. Hä? Was denken Sie sich eigentlich? Ständig soll ich einen Kaffee trinken. Rudi, da gibt's nämlich zwei Kaffee. Okay. Da trinkst du eben mal zwei. Rudi, merkst du was? Unser Boykott funktioniert. Wir haben zwar nicht erreicht, aber das aus eigener Kraft. Und, Olle, was machen wir jetzt? Rudi, noch ist die Bürger nicht verloren. Das ist eine Buche. Sag ich doch, Rudi. Rudi, weißt du was? Ja. Wir müssen die Öffentlichkeit mobilisieren. Na du, das ist gut, Wolle. Die ganze Welt muss die Wahrheit erfahren. Du redest aber manchmal ein Zeug. Wen interessiert denn die Wahrheit? Niemand. Doch mich zum Beispiel. Eben, niemand. Oh, vielen Dank, Wolle, vielen Dank. Guten Morgen, Herr. Guten Morgen. Oh. Guten Morgen, Magazin. Ja, aber,
Teufel spricht denn? Morgenmagazin, hallo. Kamera läuft. Wir sind hier heute im Postamt Niederbörnecke. Wie wir aus gut unterrichteten Kreisen erfahren haben... Stimmt von der Merkel. Seit wann ist die gut unterrichtet? Also, wie wir erfahren haben, ist der vorliegende Fall nicht alltäglich. Sie sehen die Bestürzung in den Gesichtern der Betroffenen. Neben mir steht der Leiter des Postamtes. Schönen guten Morgen. Sagen Sie uns bitte noch mal, was genau ist passiert? Sind wir jetzt live? Ja, selbstverständlich live. Sagen Sie unseren Zuschauern, wie konnte es überhaupt dazu kommen? Um Ihre erste Frage zu beantworten. Wissen Sie, was unsere Zuschauer und mich wirklich brennend interessiert? Was haben Sie eigentlich persönlich dagegen unternommen? Da bäumt sich doch alles in einem auf. Apropos Baum, um noch mal auf Ihre erste Frage zurückzukommen. Interessant. Ja, Sie hatten ja bei Ihrer Aktion die Unterstützung breitester Kreise der Öffentlichkeit. Könnten Sie uns das noch mal ganz ausführlich schildern? Ja, das war so. Also, interessant, ja. Und Ihre vorgesetzte Dienststelle, wie hat die eigentlich reagiert? Haben Sie Sanktionen zu befürchten oder Ihre Entlassung? Also Moment mal, das geht mir jetzt alles ein bisschen zu schnell hier. Ja, interessant, aber die Reaktion der Weltöffentlichkeit hat Sie doch schon erstaunt. Rudi, wir sind ja im falschen Film. Ja, interessant, ja. Ihre persönliche Schlussfolgerung würde mich noch interessieren nach dieser leidvollen Erfahrung. Ja, interessant, ja. Würden Sie auch anderen raten, sich in einer ähnlichen Situation so zu verhalten? Raten, ja, ja. Habe ich aber die Faxen dicke. Meine Herren, ich danke Ihnen sehr für das interessante Gespräch. Ich hoffe, wir konnten Ihnen ein ganz klein bisschen helfen und ich gebe zurück ins Studio. Moment mal, was wollen Sie jetzt los? Was war denn das jetzt? Wollten Sie noch was sagen? Ich wollte die ganze Zeit was sagen. Jetzt ist die Kamera aus, ja, das Mikrofon ist weg. Und hätten Sie mal. Sie waren klasse. Viel aber Erfolg. Ich drücke die Daumen. Vorklasse. Ihr wart super. Sowas wollen unsere Zuschauer sehen. Gut, danke. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal wieder. Ja, wir waren klasse. Super. Toi, toi, toi. Super. Pause. Rudi, wir waren super. Super. Hast du Worte? Wir sind doch überhaupt nicht zu Wort gekommen. Rudi, der Beitrag wird dann noch geschnitten hier, Mensch. Da erkennst du dich nie wieder. Na, da bin ich mir aber nicht so sicher, du. Sägen Sie nichts, sorgen Sie nicht mehr. Das Fernsehen macht mich doch ganz im Schucke, Rudi. Kann ich jetzt endlich den Baum fällen, bitte? Ich werde noch bleiben. Sagen Sie ja. Nein. Es drängt in mir. Aus mir heraus! Was denn, guter Mann, in dem Zustand wollen Sie den Baum umfällen? Das geht doch überhaupt nicht, auch wenn das eine Zitterpappel ist. Das ist eine Ulme. Rudi, sorge ich doch. Am besten, Sie trinken noch einen schönen starken Kaffee. Kaffee! Ja, damit Sie ganz ruhig wieder werden. Schon wieder Kaffee! Dann trinken Sie eben keinen Kaffee. Gut, dann. Dann trinken Sie eben doppelten Espresso. Und dann sehen wir weiter, ne? Dann sehen wir weiter. Gut, mein Guter. Aber dann! Mein Gott. Rudi, der Baum kostet uns ein Vermögen. Der. Wieso denn uns, Wolle? Das stellen wir alles mäßig in Rechnung. Siehst du, Karl-Heinz, das ist das Postamt, von dem ich dir immer erzählt habe. Oh, heute Frau Kaiser mit Tier. Das ist kein Tier. Das ist Karl-Heinz. Der Hund von meiner Schwester. Oh, ist er nicht süß? Ist völlig egal. Wir brauchen jeden zum Mobilisieren. Wozu? Ach, das wissen Sie doch nicht, Frau Kaiser. Der Herr Mäßig, ja, der will unseren schönen großen Baum vom Postamt, will der einfach fällen. Was denn? Den alten Baum? Ich protestiere. Oh, Frau Kaiser, können Sie das noch mal bitte lauter sagen? Ich protestiere gegen die Vernichtung der Kiefer vom Postamt Niederbörnecke. Sehr gut, aber der Fichte. Der Panne, Rudi. Lärsche. Sehr gut, Frau Kaiser. Platz. Ich sagte Platz. Ja. Hat sich der Verantwortliche mal Gedanken gemacht, an welchem Baum wir dann unser Bein heben sollen? Karl-Heinz? Aber das stört ja hier manchen überhaupt nicht. Ich kann doch nicht jedes Mal Kilometer laufen, um einmal Pipi zu machen, ne? Das ist manchen Leuten hier völlig egal, ne? Also diese Schande muss die ganze Welt erfahren. Ich werde es überall in Niederbörnecke rum erzählen. Tun Sie das, Frau Kaiser, tun Sie das. Tun Sie das nicht.
war denn das? Ach, das war nur ein Echo, das muss ich nicht weiter interessieren. Könnten Sie so lange auf Karl-Heinz aufpassen? Ja, Frau Kaiser, also das geht nicht, weil... Weil lebende Tiere sind in unserem Postamt nicht gestattet, Frau Kaiser. Aber natürlich geht das. Ihr Postamt ist doch schon längst auf den Hund gekommen. Oh. Olle, jetzt bin ich zu einem Hund gekommen. Rudi, sag mal, was machen wir denn nun mit dem Karl-Heinz? Jawohl, hier können wir ihn unmöglich lassen. Nee. Ich hab's. Was denn? Wir stecken ihn zu mäßig ins Büro. Ja. Wolle, da ist doch momentan keiner gegenwärtig, nee, nicht? Und Karl-Heinz kann sich da voll entfalten. Genau, komm mal, guter Karl-Heinz hier. Der Wolle, der gibt ein schönes Fresserchen. Und Onkel Rudi macht das Türchen auf. Komm, hier hast du Happe. Karl-Heinz hat zugeschnappt. Nein. Wahrscheinlich hängt Karl-Heinz der ewige Hundekuchen zum Hals raus. Aus, jetzt weg, auf. Ja, so ein Hund ist ja bloß ein Mensch. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Rudi, an unserem Chef scheint nur alles dran zu sein, also rein äußerlich. Aber bei ihm scheint etwas zerbrochen zu sein, Wolle, rein innerlich. Du, der hatte schon immer einen Knacks weg, sonst wäre das doch nicht unser Chef geworden. Kennen Sie den? Ich glaube, er wollte sich am Baum vergreifen. Ja, das was wählt er denn für einen Unsinn? Ich wollte lediglich... Das ist der Verantwortliche für den Baum. Da kann ich ihn ja umsehen. Ja. Ich weiß nicht, was mit mir ist, aber ich muss jetzt was sehen. Ich habe eine immer starke Unruhe in mir. Vielleicht haben Sie sowas wie eine Mordlust. Ja, es juckt mir den Finger, ich könnte... Haben Sie gehört, Herr Mäßig, hat sowas wie eine Mordlust. Können Sie aufstocken, weit. Ja, vielleicht wollen Sie sich erstmal hier einsägen, bevor Sie den Baum hier... Ja, hier gibt's doch eine Menge, gibt's hier. Oh, hier gibt es ja so viel. Was? Hier gibt's ja viel zu sägen. Herrlich, da kann ich ja endlich anfangen. Ja. Nein! Jetzt beruhigen Sie sich doch erstmal. Sehen Sie mal, hier sind 10 Mark und dafür trinken Sie jetzt erstmal richtig Kaffee. Das ist zu viel! Was zu viel ist, ist zu viel! Doch dann eben nur 5 Mark. Und nehmen Sie sich Zeit. Ja, genießen Sie Böhne für Böhne. Ich kann für nicht mehr garantieren, dieses Ritsch, Ritsch, es sieht in mir, es will aus mir heraus, ja, unablässig in einem Fort. Also das geht über meine Kräfte. Wenn die ganze Spose vorbei ist, brauche ich erstmal eine Kur. Herr Mäßig, vielleicht brauchen Sie dann gar keine Kur mehr. Wieso, Herr Stankowald? Der Säger kommt gleich wieder. Oh, ah, nur die Falle! Na, Gott sei Dank. Endlich. Ach, ist das ein Sägen. Tja, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Wir sehen, alles eine Frage des Durchsetzungsvermögens. Herr Mäßig, wir kommen zwar nicht von der Postdirektion, aber trotzdem mit einer schlechten und guten Nachricht. Was soll denn das nun wieder heißen? Die gute Nachricht zuerst, Herr Mäßig. Der schöne, große, alte Baum draußen ist unversehrt. Das halte ich für ganz ausgeschlossen, Herr Reschke. Ich habe es nämlich deutlich gehört. Ja, und jetzt die schlechte Nachricht. Ihr Auto passt jetzt besser in die Garage. Hat der Kerl etwa... Ja, Herr Mäßig, ja. Mittendurch. Nein. Ratsch, ritsch. Nein. So, wir haben Sie jetzt auch in 2 Wochen. Ja, wie konnte das passieren? Also, ich begreif's nicht. Wie das passieren konnte, das war ganz einfach der Grund, dass Sie aus dem Baum einen Parkplatz machen wollten. Ach, meine Herren, so begreifen Sie doch endlich, dieser Baum, der ist doch nur die halbe Wahrheit. Auf Halbwahrheiten können wir verzichten, Herr Mäßig. Ja, bitte, dann sollen Sie die volle Wahrheit erfahren. Nicht nur dieser Baum muss weichen, sondern ebenso unser geliebtes Postamt. Was? Hast du das jetzt gehört, Rudi? Ich hab's geahnt. Immer ich, Wolle. Immer ich. Mei, Rudi, wir haben den großen Baum gerettet, da werden wir auch die kleine Post retten. Grundlagen der Meditation. Und mit dieser neuen Methode finden Sie rasch zu Ihrem seelischen Gleichgewicht. Zu meinem seelischen Gleichgewicht. Indem Sie folgende Übung nachvollziehen. Der Flieger. Und oh, nichts und niemand kann Sie mehr erschüttern. Ob auf dem Arbeitsplatz. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Guten Morgen, Herrschaften.
komme gerade von der Postdirektion mit einer guten und einer schlechten Nachricht. Die gute ist sie nicht gut, Reschke? Ich ja doch, nein, nein, ja, ja. Was soll das heißen, ich ja doch, nein, nein, ja, ja? Na ja, ich meine, ich versuche mein inneres, mein seelisches Gleichgewicht herzustellen, Herr Mäßig. Indem Sie sich äußerlich zum Hampelmann machen. Menschenskind, Reschke, Sie sind ein deutscher Postbeamter. Nun nehmen Sie doch mal Haltung an. Jawohl, Herr Mäßig. Na bitte. Sag mal, wo steckt eigentlich heute Morgen unser liebenswerter Kollege Herr Stankoweit? Guten Morgen, Herrschaften. Ich komme soeben von der Postdirektion. Es war mit einer guten und mit einer schlechten Nachricht. Zuerst die schlechte. Ach, da bin ich aber gespannt. Sie sind schon da. Da ist ja alles wieder gut, ja. Und die gute Nachricht? Uns reicht schon die schlechte. Stimmt's, Mike oder Rudi? Ja. Nun, dann will ich Ihnen mal die gute Nachricht verkünden, meine Herren. Wir haben einen neuen Untermieter für den Laden. Und das ist ja gut. Und die schlechte Nachricht, Herr Mäßig? Die schlechte? Die schlechte? Hab ich vergessen. Na, war wohl nicht so wichtig. Ja, was ist an die Arbeit, meine Herren? Die Pflicht ruft. Ja. Ach, Herr Reschke, ja? Lass Sie es sich bitte ein für alle Mal merken. Fliegen in deutschen Postämtern ist verboten. Sehr, sehr wohl, Herr Mäßig. Oh mein Gott. Oh mein Gott, mein Gott. Mein Gott, wer weiß, was das wieder für eine schlechte Nachricht ist, die der Mäßig da vergessen hat, Wolle. Was soll schon sein, Rudi? Unserem kleinen Postamt geht's wieder mal an Krochen. Und wir zwei, wir verlieren wahrscheinlich unseren Job. Immer ich. Immer ich. Aber das stört mich ja überhaupt nicht mehr, Wolle. Das stört mich ja überhaupt nicht mehr. Ich bin ja ruhig. Ich bin ja ganz, ganz ruhig, Wolle. Sehr Rudi, wie ruhig du bist. Nicht wahr? Ach, das hilft ganz wunderbar. Wolle, eine neue Methode zur Bewältigung von Belastungsproblemen, Wolle. Das soll helfen, Rudi? Natürlich, Wolle. Nie mehr Hektik, kein Stress mehr, keine Angstzustände mehr, nur noch inneren Frieden, Freiheit, oh, Glück, Ruhe. Versuch's mal, Wolle, versuch's mal. Rudi, das hilft doch nicht. Du wirst es nicht bereuen, Wolle. Ach, Rudi, mir wird immer schlecht beim Fliegen. Komm, mach schon, mach mit, Wolle. Nee, Rudi, mir sind die Hosen im Schritt immer so eng. Wolle, das spürst du alles nachher überhaupt nicht mehr. Rudi, du kannst ihn aber manchmal. Du bist aber ein alberner. Breite die Flügel, Wolle. Ja. Flieg mit. Ja. Ja. Schön. Schön, Rudi. Rudi, ich hab jetzt bloß mal eine Frage. Ja. Wie wollen wir denn jetzt damit die Kunden bedienen? Ja. Das wird alles ganz unwichtig. Ach so. Du hebst ab. Ich hebe, ja. Du beginnst zu schweben. Ja, ich beginne, Rudi. Du fliegst. Ich fliege. Rudi, hier wird das aber nicht. Ja, was ist denn? Ich krieg's vorgestellt hier rein. Ach, Wolle. Du musst dich konzentrieren. Ich konzentriere mich, Rudi. Guten Morgen, meine Herren. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Klatschbier. Der Herr Vorsitzende Klatschbier. Ja. Na, gucken Sie nicht so, haben wir noch nie ein Flugzeuggeschwader gesehen? Ich muss doch sehr bitten, Herr Stankoweit, ja? Ich bin jetzt nicht der Herr Stankoweit, ich bin jetzt mehr Herr Airbus. Stimmt's, Herr Rudi? Ja. Ich hätte Sie eher für einen fliegenden Teppich gehalten. Ach, weil ich so schlank bin. Weil Sie so ein flaches Niveau haben. Ja, wir sind noch nicht gestartet. So, und nun melden Sie Herrn Mäßig. Den Vorsitzenden des Verbandes der Postbenutzer Niederbörniges. Oh, Exzellenz, Hochwohlgeborene. Ja. Sagen Sie mal, was wollen Sie denn von Herrn Mäßig? Es geht um Ihre Existenz als Postangestellte, meine Herren. Sie sind durch gewisse Machenschaften Ihres Amtsleiters aufs Allerhöchste gefährdet. Sehen Sie, Herr Vorsitzender, das haben Sie nur davon. Jetzt ist unser guter Rudi abgestürzt. Immer ich. Was ist denn hier bloß los? Herr Mäßig, der Vorsitzende des Postbenutzerverbandes von Niederbörnige, bittet um eine Audienz. Fordert, Herr Stankoweit, fordert. Auch das noch. Sagen Sie mal, Herr Reschke, was suchen Sie eigentlich auf dem Fußboden? Herr Reschke sucht sein Seelenheil. Suchen Sie das gefälligst in Ihrer Arbeit, Herr Reschke. So, und nun zu Ihnen, Herr Klatschbier. Herr Vorsitzender. Sie werden sich wundern, aber Sie werden sich wundern. Auch das noch.
Und wenn Sie wieder der Grund sind, dann gnade Ihnen Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wolle, wir sind erledigt. Immer ich. Mensch. Was machen wir denn jetzt? Rudi, du weißt doch noch gar nicht, um was es geht. Aber eins steht fest, deine Methode, fliegender Schwan hier, die bringt uns ohne weiter hier. Du. Siehst du das ein? Ob du das einziehst, Rudi? Mensch, Wolle! Verstehst du das denn nicht? Ein ganzes Leben werde ich nur von anderen immer herumgeschubst und unterdrückt. Ich will mich endlich einmal davon innerlich befreien. Aber Rudi, doch mal mit fliegen, Mensch. Mit auf den Tisch hauen. Das kann ich nun mal nicht. Da musst du es lernen hier. Auch wenn's weh tut. Morgen. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Das gleiche, guten Morgen. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Mein Name ist Blubacht, Dr. Blubacht. Ich habe hier einen Termin mit Ihrem Herrn Amtsleiter. Herr Mäßig wird Ihnen gleich zur Verfügung stehen. Danke. Um was geht's denn? Ich vertrete hier das Institut für angewandte Metaphysik. Ja, ich verstehe, ja. Wir haben uns dem Glück des Menschen verschrieben. Ich bin ein Mensch. Interessant. Mensch, Rudi, setz dich hin und quatsch nicht so Mist, dass ihr hier, Herr Blubbert, ja. Ich war schon immer einer. Sehr interessant. Aber eben immer ohne Glück. Dann sollten wir das schleunigst zu ändern versuchen, Herr Reschke. Ja, wenn Sie vielleicht... Lieber Herr Reschke. Wenn Sie vielleicht vor dem Postschalter warten würden, Herr Blubbert, ja. Wenn es Ihnen keine Unannehmlichkeiten bereitet, dann würde ich gerne in meinen Räumlichkeiten warten. Mit Ihnen, lieber Herr Reschke, natürlich, nur wenn es Ihnen recht ist. Natürlich. Moment mal, die Räume sind vermietet. Sehr richtig. Ich bin der neue Mieter. Kommen Sie, Herr Reschke. Jetzt geht es ausschließlich um Ihr Glück. Bitte sehr. Bitte. Rudi, aber nie wieder fliegen. Ich weiß schon, was ich tue, Wolle. Ich komme. Bitte. Institut für Meta-Meta-Meta-Dingsbumpf, auf alle Fälle was ganz undurchsichtig. Ich ist wahrscheinlich Versicherung oder so. Herr Mäßig! Ja, was ist denn? Oh, ich dränge nur durch. Wann heißen Sie denn Herr Mäßig? Herr Klatschmer, Herr Vorsitzender, Herr Präsident. Herr Mäßig ist unwohl. Ach so, ja, da soll er nach Hause gehen, der Gute. Was hat er denn? Warum ist ihm denn unwohl? Weil er bereits die Schlinge um seinen Hals trägt, ihr sauberer Herr Mäßig. Soll er sich etwa Drecksleben nehmen, hier, oder was? Und morgen bringt es die Presse, und zwar die ganze Wahrheit. Ach, wenn die Presse die ganze Wahrheit bringt, ist der halbe Wahrheit bestimmt erlogen und erstunken. Sag mal, was hat er denn verbrochen, unser lieber Herr Gute Mäßig? Er hat ein Gutachten über den Bauzustand dieses Gebäudes hier bestellt, und zwar bei einem gewissen Herrn Hammer. Oh, das wird für deine Freude sein. Und dieser Herr Hammer ist mit Mäßigs Schwiegermutter verheiratet. Ja, nicht ist vollkommen. Und diese Schwiegermutter hat eine Abrissfirma. Ach, und damit bearbeitet die den Hammer, was? Sie haben es erfasst. Damit ist Mäßig erledigt. Und der gut bezahlte Posten eines Amtsleiters wird frei. Oh, ich werde verrückt. Hier, ja. Ahnen Sie, was das bedeutet? Das ist noch irgendwie. Wenn der weg, da könnte ich. Ich soll mich für den Posten vorschlagen. Ich zähle auf Sie. Hier ist doch einer schlimmer wie der andere. Rudi! Herr Stankoweit. Oh, ich werde immer blöd. Seit wann heißen Sie denn Rudi, Herr Mäßig? Aber wenn Sie schon gerade da sind, wie geht's uns denn? Wenn Sie wüssten. Oh, ich weiß alles. Ach, nichts wissen Sie. Sie ahnen ja nicht einmal, wie mir zumute ist. Ach, Herr Mäßig, wenn mir meine Frau Hemden mit der Kragenweite 40 kauft, obwohl ich die 44 habe, weil das angeblich schlanker macht, dann drückt mir's genauso am Hals wie mit Ihrer Schlinge. Also ich halte das alles nicht aus. Ja, ich halte das auch nicht aus, aber Sie haben's verdient, dass es so kommt. Was? Ja, hier der Dr. Blubberbum, hier der Dr. Blaubart hier vom Institut für Dingselbumse, der will Sie mal sprechen hier. Wer? Ja, hier der neue Mieter. Der Geld ins Haus bringt, aber damit ist wahrscheinlich unsere Post ohne mehr zu retten. Vor den Miethaien, wie sie, hier vor den Hyänen, wie sie, hier vor den Schakalen, hier vor den Aasgeiern, hier, wir. Mensch, ich bin doch kein Zoologe. Rudi! Kann ich etwas für Sie tun? Ich werde hier noch verrückt sein. Seit wann heißen Sie denn Rudi? Es
Es ist alles ein schreckliches Missverständnis. Oh, ich glaube, hier bedarf eine Seele dringend unserer Zuwendung. Ja, das ist unser Amtmann mäßig, der ist heute nicht ganz ein bisschen so, aber das ist bei dem normal. Ich heiße Sie herzlich willkommen im Institut für angewandte Metaphysik. Ja, ich bin unschuldig. Selbstverständlich, selbstverständlich, mein Lieber, sind Sie unschuldig. Aber was Sie jetzt brauchen, ist Zuwendung und Verständnis. Deshalb kommen Sie zu uns, werden Sie ein neuer Mensch, werden Sie einer der unseren. Ja, den können Sie ruhig mitnehmen. Hauptsache, Sie bringen ja meinen lieben Kollegen Rudi Reschke wieder raus. Wir haben nämlich wahnsinnig viel Kundschaft heute. Ja, das ist nicht zu übersehen. Bitte. Der will sich mit mir anlegen. Ja. Na, warte, der Rudi! Rudi! Ja, Herr Stankowald? Seit wann heißen Sie denn Rudi, Frau Kaiser? Ich drehe hier nur durch. Dann sollten Sie schleunigst bei Dr. Blubbert einen Kurs belegen. Was denn für einen Kurs? Zu Ihrer inneren Erleuchtung. Ich will doch bei mir innen drinne kein Licht machen, Frau Kaiser. Ich will wissen, was hier... Sagen Sie bloß, Sie wissen, was hier gespielt wird. Haben Sie es denn nicht gesehen? Nee. Überall in Niederbörnecke hängen Plakate, auf denen dieser Mensch für sein Institut wirbt. Also ehrlich gesagt, ich glaube nicht daran, was da steht. Soll ich Ihnen mal sagen, was ich glaube? Ach, das würde mich aber sehr interessieren. Hinter diesem Institut verbirgt sich eine Sekte. Eine Sekte? Eine Sekte. Ach, das ist ja ein Dickon. Was machen wir denn da? Na, ganz einfach. Ich werde mir mal die Sache von der Nähe ansehen. Frau Kaiser, das geht nicht. Das ist zu gefährlich für Sie. Also, ich trinke nicht, ich spiele nicht, ich hasche nicht und ich gehe auch nicht fremd. Wollen Sie, dass ich total verblöde? Eine Sekte im Potsdam in der Birne. Aber ich bin ja ganz ruhig, ich bin ganz ruhig. Oh, mein schönes Geld. Ich bin ja ganz ruhig hier. Ich werde ganz konzentriert. Ich fliege. Wolle, was machst du denn da? Das siehst du doch, Rudi, ich krieg mich gerade ein. Das ist doch ein bisschen lächerlich, nicht wahr, Rudi? Aber das soll helfen. Das ist doch Kindergarten, Wolle. Beschäftigungstheorie für Zurückgebliebene. Das hat ja wohl dein Seelenklempner eingeredet, was? Mein Meister, Wolle. Meinetwegen dein Meister, Rudi, du weißt ja noch nicht. Rudi, halt dich fest, du. Rudi, du bist noch Sekte auf den Leim gegangen. Was bin ich, Wolle? Rudi, du bist der Sekte. Da drinnen sind Sektierer. Hier ist sowas wie Scientology. Wolle, mein Wolle, du spinnst. Rudi, ich spinne nicht. Rudi, wenn die dich erstmal in ihren Klauen haben, du, dann machen die mit dir, was die wollen. So wie die Banken oder das Finanzamt. Noch viel schlimmer, Rudi. Mein Meister, Wolle, will nur mein Bestes. Rudi, wenn einer dein Bestes will, dann musst du stutzig werden. Guck mal, Rudi, der Sozialismus früher, der wollte doch auch dein Bestes. Ne? Und guck mal, die Parteien heute, die wollen auch dein Bestes. Ja. Der Auto. Die Häuser wollen dein Bestes, ja. Die Wohnungsvermieter wollen dein Bestes. Aber das ist doch schön, Wolle. Rudi, die wollen nicht dein Bestes, die wollen ihr Bestes. Wolle, du bist nur neidisch, weil ich jetzt ein ganz neuer Mensch geworden bin. Oh, Rudi, für einen neuen Menschen siehst du aber ganz schön alt aus. Wolle, kannst du mir mal 10 Mark borgen? Rudi, sag mal, bist denn du schon wieder blank? Wir hatten doch gestern erst Gehaltstag. Ich habe mein Geld meinem Meister zur Verfügung gestellt. Du hast dein... Ja klar, wie willst denn du das so als neuer Mensch wissen, dass man sowas nicht macht? Ich kriege das 1000-fach zurück, Wolle. Ja, da brauchst du ja mal ein bisschen Geld, Gott sei Dank, nee, Rudi. Das wird dir noch leid tun, Wolle. Ich gehöre jetzt zu den Auserwählten. Ich bin etwas ganz Besonderes. Ja, du bist besonders blöd. Rudi, was machst denn du jetzt? Ich beabsichtige, hier zu meditieren. Ach so, du meditierst. Rudi, wir sind doch hier kein Tempel. Wir sind das Postamt in Potsdam, Niederbirnecke hier. Bitte, bitte belästige mich nicht. Wenn hier einer reinkommt, Rudi. Ich bewege mich jetzt auf den hehren Faden des Glücks.
Ich erklimme die Stufen des ewigen Lichts. Sag mal, riechst du hier was, Rudi? Vor mir liegt... Rudi, hier riechst du was? Harakrishma... Das musst du da auch riechen, Rudi. Sag mal, hast du die Kochplatten wieder angelassen? Dank mir, mein Erlöser, Dank. Tausend Dank. Ich werde deine weisen Ratschläge befolgen. Gandhi, Sainalassam, Abracadabra, Salam Aleikum, 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 Abracadabra, Bengalien! Oh, ich bin unschuldig! Herr Mäßig! Ich handle auf Befehl! Herr Mäßig, sagen Sie mal, riechen Sie das hier auch hier? Das riecht so, sagen wir mal, wie Reizgas! Wie können Sie mich denn dermaßen erschrecken? Das ist Reizgas, riechen Sie das nicht? Das ist kein Reizgas, das sind Reschkes Füße. Das sind meine Füße. Ich schwer hier noch Blade, aber daran ist nur dieser Dr. Blubberbumbumbum dran schuld. Der hat unseren lieben, guten Rudi hypnotisiert oder anderweitig wie ein bisschen belatschert. Herr Reschke ist nicht belatschert worden. Er hat sich freiwillig dem strahlenden Glanz der reinen Lehre geöffnet, um den hässlichen Schmutz von seiner Seele zu waschen. Was denn, machen Sie jetzt Waschmittelwerbung? Ich bin Anhänger der neuen Heilslehre geworden, Herr Stankowald. Das ist ja wohl ein kleiner Unterschied zur Werbung. Im Gegenteil, bete belügende Leute aufs Schamloseste. Auch Sie sollten zu uns stoßen, Herr Stankowald. Wir brauchen jeden, wirklich jeden. Was denn, sind Sie jetzt bei der FDP? Das haben wir nicht nötig, Bruder Rudolf. Komm, wir ziehen uns in uns zurück. Wohin ziehen Sie sich? In uns. Herr Mäßig, passen Sie mal auf, dass Sie einen Ausgang wiederfinden. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Die Post ist doch nicht dazu da, ihre Mitarbeiter zu verwirren, sondern die Kundschaft. Aber daran ist nur diese Sekte schuld. Oh, das werden wir gleich haben. Wir werden jetzt mal ganz oben einsteigen. Hier, die Vorwahl von Rom und eine Eins. Ja? Hallo? Oh, der heilige Vater. Oh, Papst, Herr Papst, ja, hier ist der Herr Stankowald von Potsdam, Potsdam, Niederbürnegewehr. Wir haben hier eine Sekte. Ach, da können Sie mir ohne helfen. Oh, nee, soll ich mir etwa beim Fernsehen Hilfe holen? Vielleicht nachmittags noch in so einer Talkshow. Und der Frau hier, die immer mit den bunten Brillen hier, die Blonde hier, die hier so Waschmittelwerbung macht, das ist natürlich keine Talkshow. Das ist mehr eine Christenverfolgung. Ja, ja, ja. Sagen Sie mal, Sie können mir also nicht helfen. Aber ich verehre Sie trotzdem. Wissen Sie warum? Weil Sie können 80 Sprachen und jeder versteht Sie. Wir in Deutschland haben, wir haben Politiker, die können bloß eine Sprache, aber keiner versteht sie. Ja. Ach, ach. Sagen Sie mal, hier, sagen Sie mal, wenn Sie mit dem lieben Gott reden, ist das da ein Ferngespräch oder ein Stadtgespräch? Ach, das interessiert Sie nicht so, weil das ist kostenlos. Ja, das verstehe ich, ja. Sie haben ja einen lieben Gott im Rücken und ich habe bloß die Telekom am Hals. Ja, ja, Lütti schreibt doch jetzt immer bei der Werbung hier von Mensch zu Mensch, sehr menschlich, ja. Ich finde das so ungerecht, dass sich die Leute aufregen, hier wegen der Gebührenerhöhung. Mensch, das ist doch gar nicht. Gucken Sie mal, wenn eine Oma anrufen will, kann die in 9 Sekunden mindestens 4-mal Hilfe rufen. Sagen Sie mal, wenn Sie beten, beten Sie da für die Armen und die Bedrängten? Sehr schön. Ja, da beten Sie auch für die deutschen Beamten. Ja, weil die sollen ja jetzt weniger Geld kriegen. Ich finde das eine Ungerechtigkeit. Die haben doch gar nichts gemacht. Und das jeden Tag. Ach, mit dem kann man sich gut unterhalten. Ja, Frau Kaiser, haben Sie sich von der Gefährlichkeit der Sekte überzeugt? Meinen Sie mich? So sind wir schielig, Frau Kaiser. Ich bin Schwester Clementine. Sie sind Schwester Clementine. Sagen Sie bloß, Sie sind der Sekte auch auf den Leim gegangen. Ich habe ein Wunder erlebt. Was denn, hat der Meister Ihnen Heiratsantrag gemacht? Ich habe meinen verstorbenen Mann wieder gesehen. Ach, Sie haben Ihren verstorbenen, das gibt's schon. Glauben Sie mir etwa nicht? Ja, wie sah er denn aus, der Verflossene? Oh Gott,
bisschen abgemagert ist er. Ich habe sogar mit ihm gesprochen. Ach, Sie haben mit ihm gesprochen? Ja. Na, guck an, worüber haben Sie denn gesprochen, Frau Clementine? Können Sie schweigen? Ach, wie ein Grab, wenn Sie wollen. Er hat mir geraten, mein Testament zu ändern. Und zwar zugunsten des Institutes. Och, Schwester Kaiserin, Schwester Clementine, Mensch, sagen Sie mal, ist denn der noch zu retten? Auf die Idee ist er doch nicht alleine gekommen. Na, wieso denn nicht? Der hatte doch lange genug Zeit zum Überlegen. Sorgen Sie ihm, der Vorschlag ist ein Irrtum, und zwar todsicher. Leider hört mein Mann ja nicht auf mich. Könnten Sie nicht mal mit ihm reden? Ja, gerne, aber der ist eben ein bisschen weit. Ach, Herr Stankoweit, mir zuliebe. Ich bin auch sicher, er würde sich sehr über Ihren Besuch freuen. Ja, danke schön, ja. Geht's vielleicht schon nächste Woche? Nächste Woche? Nächste Woche geht's noch nicht. Na, dann vielleicht ein andermal. Andermal, Schwester Clementine. Aber denken Sie daran, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Das gibt's doch keinen Russenfilm. Das gibt's ja nimmer bei Schreine Mockers live. Womit hab ich das verdient? Das ist die falsche Adresse, an die Sie sich da wenden. Wenn Sie Hilfe brauchen, kommen Sie zu uns. Ja, und wie ich jetzt komme, und wie ich komme. Ich wusste, dass Sie zu uns gehören. Lassen Sie uns gemeinsam diese Welt von allem Übel befreien. Ja, und wie ich die befreie von Ihnen und Ihrem Institut. Sie machen, dass Sie jetzt hier rauskommen, und zwar noch schneller, Sie Nachwuchs, Copperfield. Ich bewundere Ihre Energie und Ihren Mut. Ja, Sie werden mal was ganz anderes gleich bewundern, Sie. Damit werden Sie weit kommen in unserer Bewegung, denn dem Tüchtigen gehört das Universum. Ende, und deshalb jetzt aber raus hier! Raus! Ich mag dich immer mehr, mein lieber Bruder. Aber raus jetzt hier, raus! Wie reden Sie denn mit unserem Meister? Das dulden wir nicht! Doch, man merkt denn ihr zwei gar nicht mehr. Das ist doch ein Gauner, ein Scharlatan. Das nehmen Sie sofort zurück. Ich nehme gar nicht zurück, Herr Mäßig, Rudi, dem zeige ich jetzt zu dir. Moment! Wir Menschen sind für die Liebe geschaffen. Wir alle. Auch und gerade du. Ach Gott. Liebst du mich? Als Mann oder als Frau? Als deinen Meister. Ach, ich liebe nur Sie, Herr Mäßig. Stankoweit! Stankoweit. Mein Meister, soll ich ihm die ewige, reine Liebe beibringen? Rudi. Zuerst soll sich unser Freund von seinem Hass und seinen Begierden und all den anderen schlechten Angewohnheiten befreien, indem er sich zuallererst von seinen irdischen Gütern befreit. So, wie es bereits unser Bruder Rudolf getan hat hier. Und wie es auch unser höchst kostbarer Bruder Maximilian tun wird. Nicht wahr, mein Sohn? Mit Hingabe, mein Meister. Sag doch mal, ihr müsst doch alle zu heiß gestempelt worden sein. Wir können dich natürlich auch ganz anders unserer Liebe und Zuneigung teilhaftig werden lassen. Ja, ganz anders. Denn wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Meister Befehl, wir folgen dir. Guten Tag, die Herren. Ich sehe jetzt nicht. Moment mal, ich habe gerade Kundschaft. Sie wollen das Telefon benutzen. Dienstlich, selbstverständlich, Wachtmeister. Kommen Sie rein. Hier ist es. Hier ist es. Alles in Ordnung. Ich möchte gerne eine Anzeige aufgeben. Kann das nicht warten? Und zwar wegen Freiheitsberaubung, Körperverletzung und Bildung einer kriminellen Gruppierung. Bitte Sie, wir können uns nicht um alles kümmern. In erster Linie müssen wir die Bürger schützen. Da hätten Sie eine wunderbare Gelegenheit da drüben. Wieso? Ich kann hier kein Verbrechen erkennen. Hier, der Herr dort in der Mitte, der ist Mitglied einer Sekte. Das ist nicht verboten. Sie, der belästigt meine beiden Kollegen, gehen Sie rüber. Das ist ein demokratisches Land. Und bei uns kann jeder tun und lassen, was er will. Aber wenn nur Verbrechen geschieht, dann schreiten wir ein. Sehen Sie, und dann ist es zu spät. So ist die Rechtslage. Ich pfeife doch für Ihre Rechtslage, pfeife ich doch drauf. Was haben Sie gesagt? Ich pfeife auf Ihre Rechtslache. Sie, ich verwarne Sie wegen Verunglimpfung der Bundesrepublik Deutschland zu einer Geldbuße von
100 Mark. Ich höre nicht richtig, ja? So ist die Rechtslage. Bravo. Es ist beruhigend, in einem demokratischen Staat zu leben. Ja, endlich wird mal durchgegriffen. Ja. Der Bußgeldbescheid geht Ihnen in Kürze zu. Und jetzt möchte ich bitte in Ruhe telefonieren. Oh, das kann doch nicht wahr. Hier. Was ist denn los? Na und? Die Kasse ist leer. Ja, die war vorhin aber noch gefüllt. Ich verstehe. Und was bedeutet das? Dass das Geld weg ist. Wolle! Können Sie dazu eine Aussage machen? Ich? Wieso denn ich? Immer ich, immer ich. Wolle, sag doch bitte auch mal was. Wolle, bitte! Auf Wunsch behandeln wir Ihre Aussage vertraulich. Er steht unter Schock. Aha, ich verstehe. Und was ist mit Ihnen? Aber Herr Wachtmeister, unser Bruder Wolle hat soeben einen Schock erlitten. Was er jetzt dringend braucht, ist absolute Ruhe! Das ist doch ganz meine Meinung. Ich verstehe. Na schön, Sie können den Raum verlassen. Die anderen bleiben hier. Ich glaube, ich hab's. Das Geld, das ist geklaut. Ich meine, das ist gestohlen worden. Ach, Reschke, was reden Sie denn da für einen Blödsinn? In meinem Postamt wird nicht gestohlen. Es kann sich folglich nur um einen Irrtum handeln. Ich verstehe. Wie sah denn das Geld aus? Das Geld, das Geld sah aus wie Geld. Ja, das muss ich schon genauer wissen. War es so groß oder so groß? Nein, das waren 10-Markscheine und 20-Markscheine und 50-Markscheine und 100-Markscheine und die waren alle aus Papier. Ich verstehe. Können Sie das bestätigen? Na schön, dann muss ich diesen Vorgang meiner Dienststelle melden. Nein! Oh! Ich habe eine Erleuchtung. Ich sehe eine Hand. Eine gierige, unverschämte Hand, die in die Kasse greift. Und ich sehe den Besitzer dieser Hand verschwommen, undeutlich nur. Dunkel. Ja, kann da nicht jemand Licht machen? Jetzt sehe ich es ganz deutlich. Er ist es gewesen. Er hat das Geld gestohlen. Oh. Was? Er? Meister, sind Sie da ganz sicher? Sowas würde Herr Stankoweit niemals machen. Stimmt's, Wolle? Nö. Wenn Sie mich jedoch fragen, ja, dann kann ich mir das auch nicht vorstellen. Aber einer von Ihnen muss es gewesen sein. Sie! Mich kümmert das Heil dieser Seelen. Doch nicht schnöder Mammon! Ich möchte ein Geständnis ablegen. Herr Mäßig, Sie halten jetzt mal Ihren Mund. Stankoweit. Oh, Wolle, da bist du ja wieder bei dir. Oh. Na, da bin ich aber froh. Wolle, du warst es nicht, stimmt's? Wie ich bereits sagte, Herr Reschke, in meinem Postamt wird nicht gestohlen. Sehr gut. Dann kann ich mich endlich wieder ganz meiner Berufung hingeben. Meine lieben Brüder, es hat mich sehr gefreut. Ich gehe, denn jetzt ist ja wieder alles in Ordnung. Nichts ist in Ordnung, großer Meister. Ich kann nämlich jetzt auch hell sehen. Das sind die Auswirkungen der Schocks, mein Bruder. Und wenn ich nur das Geld bei Ihnen sehe? Halluzinationen, Verleumdung. Bruder Wachtmeister. Können Sie das beweisen? Ich kann das beweisen. Und zwar auf dem 100-Markschein ist vorne rechts eine Ecke unten weg. Das stimmt. Ich trage überhaupt kein Geld bei mir. Das stimmt nicht. Das stimmt. Er hat mir auch mein Geld abgenommen. Ja, da können wir ja mal nachsehen. Ich protestiere. Jetzt sehe ich es ganz deutlich. Er ist es gewesen. Er hat das Geld gestohlen. Oh Mensch, das können Sie sehen doch nicht durch. Da werden wir doch gleich mal hier. Was haben wir denn da hier? Und da haben wir doch rechts unten fällt die kleine Ecke. Ja. Siehst du nicht, wie der Schein trügt, Bruder Wolle? Bravo, Wolle! Wie ein Kommissar im Fernsehen. Kollege. So ist diese Welt. Traut der Wahrheit mehr als meiner Botschaft der Liebe. Schande, oh Schande über Sie! Sie sind festgenommen. Da kann ich nur sagen, Scheiße. Wolle, entschuldige, Wolle, das hätte ich ihm niemals zugetraut. Ach, was, Reschke? Ich hab's die ganze Zeit gewusst, dass mit diesem Bruder da was nicht stimmt. Ist völlig klar. Sie haben es ihm bloß wieder mal nicht so gezeigt, ne? Immer ich. Immer ich. Den
Einstein bin ich. Ach, meine Blume. Das gibt's doch nicht, meine Blume. Meine Blume. Morgen, Michael oder Rudi. Das gibt's doch nicht. Moin. Wie siehst denn du aus, Mensch? Willst du eine Nordpol-Expedition machen? Ich friere. Die Heizung ist kaputt. Was? Gestern war sie doch noch ganz. Heute ist sie eben kaputt. Oh. Was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Wir frieren. Eine Saulaune zum frühen Morgen hast du, mein Rudi. Guck dir mal unseren Kaffee von gestern an. Eiskaffee. Und meine Blume. Eisblume. Außerdem friere ich wirklich nicht sehr gerne. Ja gut, mein Rudi, ich rufe in der Postdirektion an. Und da mache ich den mal richtig Dampf. Ja, da habe ich schon Dampf gemacht. Ich benutze ja leider hier nicht wärmer. Du hast Dampf gemacht, Rudi. Ja, ich. Ich habe den Direktor so eingeheizt, dass er gefragt hat, ist dort wirklich der sanfte Reschke und nicht die Großfresse Stankowald? Der hat Großfresse zu mir gesagt. Naja, Großfresse hat er eigentlich nicht gesagt. Möchte nur geraten haben, der. Er hat Großschnauze, hat er gesagt. Aber was ich erst gesagt habe, ich habe gesagt, Sie sitzen mit Ihrem beamteten Breitbandarsch im Warmen. Und der kleine Mann an der Basis, der friert, hab ich gesagt. Hab ich gesagt. Du hast zum Direktor Breitbandarsch gesagt, ja? Hab ich, hab ich. Jedenfalls hab ich's gedacht. Gedacht, Rudi. Hast es wenigstens laut gedacht? Wollte ich ja, aber da hat er schon leider aufgelegt. Der lautlose Widerstandskämpfer Rudi. Ach, ja. Jedenfalls will er jemanden herschicken. Sag mal, Rudi, was ist mit dem Fenster hier los? Eine Dürre ist es hier. Das Fenster ist eingeschlagen, hier mit dem Stein. Aber ich habe den Stein sichergestellt für die Polizei. Rudi, deshalb kommt da keine Polizei. Komm, wir müssen das Fenster dicht machen hier, Rudi. Zwei frierende Postbeamte. Das ist doch für die Bagatellfall. Ha, so ist besser. Unter einer Leiche kommen die da heute nicht mehr. Ach, schon spürbar wärmer. Jetzt, wo du sagst, dann merke ich es. Wo ist hier das Klo? Hier, hier, drei. Drei rechts rum. Rechts rum. Oh, hast du gesehen, Schwerfuhrer? Hast du den gesehen? Oh, klar habe ich den gesehen. Du musst ihn doch kennen. Ich? Du musst ihn doch reingelassen haben. Aber kein Stück doch nicht, Wolle. Du, der hat hier übernachtet. Wetten, dass der auf die Scheibe eingeschlagen hat? Wir sind doch hier kein Bahnhofsklo, wo jeder Penner übernachten kann. Rudi, den muss ich raus. Vorsicht, Rudi, vielleicht sind da noch mehr drin. Ja. Geh mal rein, Rudi, guck mal nach. Ich bin doch nicht blöde, nachher habe ich ein Messer an der Kehle. Ach Mensch, Rudi, Penner sind doch harmlos, die tun keinen was. Na komm, dann geh rein, geh. Ja, Rudi, geh du nur lieber, Rudi. Ja, gleich steht dann morgen in der Zeitung, Rudi Reschke, der Postsekretär, ganz mutig hier. Komm. Ja, und die Beerdigung findet nächsten Dienstag statt, was? Rudi, geh sofort rein. Wolle, du bist Rang höher. Dir gebührt der Vorrang, bitte. Ja, und deshalb gebe ich auch die Anweisung. Hier, geh rein. Immer ich. Feigling. Lieber ein Feigling als ein Messer am Meister. Sind das ja für Saustall, hä? Das ist nicht geheizt. Auf dem Klo keine Seife, das Handtuch ist auch nicht mehr frisch. Und vor allen Dingen nirgends.